Na, bist du bereit? Bereit geboren. Los geht's. Ich hab die Kreide. Wir müssen richtig schnell sein. Wir wollen ja nicht erwischt werden, hm? Das ist ein Meisterwerk. Du bist ein Naturtalent. Erwischt. Wo sind Sie denn hergekommen? Ihr macht mich so wütend. Mir bleibt nur eins übrig. Den habe ich gezeigt. Wie hat sie das denn gemacht? Wow, ich liebe dieses Outfit. Und ich sehe aus wie ein Penner. Passt zu dir. Sei nicht so gemein. Dieses Eis ist köstlich. Es ist perfekt. Es hat so viel Geschmack. Ich muss einfach weiter essen. Das solltest du echt mal kosten. Ich wünschte, ich könnte. Hey, was ist das denn? Die will ich aufmachen. Ich liebe Überraschungen. Wow, siehst du das? Ach, das wird lustig. Ich weiß, was ich mache. Ich brauche einen Pinsel und mein Eis ist die Farbe. Ich leg gleich los. Ich habe Eis in einer Waffel skizziert. Nun muss ich sie nur noch ausmalen. Und jetzt kommt Grün. Muss nur innerhalb der Linien bleiben. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Was kommt als nächstes? Oh, ich weiß. Was soll ich dazu sagen? Meine Arbeit ist getan. Da könnte man echt reinbeißen. So ist das also, hä? Huh? Jetzt muss ich mich richtig anstrengen. Hey, ich habe eine Idee. Hier muss doch irgendwas Brauchbares dabei sein. Ach, das ist gar nichts. Aha, ich hab's. Mein Notfallkaugummi. Zäh. It's Showtime. Ich habe diese Leinwand bemalt. Da kommt mein Kaugummi drauf. Ich habe verschiedenfarbigen Kaugummi. Und den ordne ich auf der Leinwand an. Ich mache sogar aus denen hier Blumen. So, das reicht. Wow, schau dir das an. Wow, unfassbar, dass ich das gemacht habe. Gute Arbeit. Ich bin überglücklich. Yay! Diese Halskette ist ein Unikat. Das Armband ist aus Paris. Guck mal, wieder eine Tour. Wollen wir sie aufmachen? Ich denke schon. Zurücktreten. Das könnte eine Falle sein. Ich glaube nicht. Das sind leckere Süßigkeiten. Hey, guck mal. Das ist eine Geschenkbox. Was hast du für ein Glück? Und das hier ist sehr enttäuschend. Wie erbärmlich. Ich mach die hier auf. Oh, wow. Wie aufregend. Das ist so glänzend. Ich weiß schon, was ich damit mache. Zuerst werde ich kreativ. Ich zeichne meinen liebsten Snack. Und zwar einen riesigen Lolli. Was gibt's Besseres als das? Und nun brauche ich noch Kleber. Mit dem male ich den Lolli dann aus. Das wird super klebrig. Ich muss aber schnell sein, bevor der trocken ist. Und nun fange ich mit rosa Glitzer an. Den streue ich über eine Seite. Dann kommt lila Glitzer. Ich will den Kleber abdecken. Keine Stelle darf frei bleiben. Den Rest puste ich weg. Genau, was ich wollte. Schau mal. Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wow, das ist echt cool. Und nun ich. Ist das hier Klopapier? Warum passiert mir sowas immer? Oh, eklig. Oh, ich hasse das. Warte mal. Oh, ich habe eine Idee. Ich nehme ein Blatt Klopapier und reiße ein Stückchen ab. Genau so. Das drehe ich dann ein. Daraus werden nämlich Rüschen. Aber ich brauche noch viel mehr. Die reichen. Jetzt brauche ich Kleber. Ich mache einen kleinen Klecks in die Mitte. Ich habe einen Stock skizziert und da klebe ich das Klopapier drauf. Und dann verteile ich das Ganze. Sieht wie eine Zuckerstange aus. Also, ich finde es sehr gut. Hey, was sagst du? Gefällt's dir? Gar nicht schlecht. Aber meins ist besser. Schlag ein! Muss ich? Aber behalt das für dich, ja? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Das nenne ich mal ein fantastisches Malset. Ich bin total neidisch. Was soll ich denn mit dem anfangen? Vielleicht bekomme ich ja doch noch einen Pinsel. Ich brauche nur Haare. Hoffentlich kriegt Cheryl das nicht mit. Das sollte reichen. Ich stecke sie einfach auf den Stiel. Jetzt kann ich malen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Ist das mein Zopf? Meine Haare, was hast du gemacht? Gib mir das. Hä? Ich werde mir noch mehr Haare holen. Hört sofort damit auf. Da hilft nur eins. Nachsitzen. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Wo sind wir? Hi, hier kommt eure Kunst-Challenge. Das Rad wird entscheiden, was ihr zeichnet. Eins, zwei, drei, los!
Klo. Eine Blume? Okay, das ist einfach. Müssen wir das machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal. Die bringt mich auf eine Idee. Ich bin ein Genie. Ich lege meine Ketten auf das Blatt und dann male ich einfach drüber. Da muss nicht so viel Farbe sein, aber verschiedene Farben. Okay, das sollte reichen. Mit der Pinselspitze ziehe ich die Ketten über das Papier. Die ziehen die Farbe mit. Und so werden sie auch gemischt. Das ist meine Version einer Blume. Ziemlich gut, stimmt's? Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt kümmere ich mich wieder um mein Make-up. Das ist meine Chance. Ich muss gut aussehen. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ja, das ist toll. Genau den brauche ich. Jetzt kann ich meine Blume erschaffen. Ich tupfe etwas Farbe mit dem Make-up-Pinsel auf. Das gleiche mache ich noch mit Grün. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch ein paar Details und fertig. Die sehen schön aus. Den lege ich mal lieber wieder zurück. Was machst du da? Nichts. Gut, dann störe mich nicht bei meinem Make-up. Ich sehe so glamourös aus. Oh, die Zeit ist um. Was sagst du? Beeindruckend, nicht wahr? Meins ist etwas subtiler. Exzellente Arbeit. Sehr interessant, Sarah. Ich wusste, dass es gut ankommt. Das gibt's nicht. Was ist so lustig? Du hast Farbe überall im Gesicht. Meine wunderschöne Haut. Nein, das ist ein Kunstwerk, Sarah. Zeig es der Welt. Beide Arbeiten sind exzellent. Das habt ihr beide gut gemacht. Eure nächste Aufgabe ist, ein Einhorn zu zeichnen. Ja, ich liebe Einhörner. Das sieht aus wie ein Pferd, oder? Ich bin furchtbar im Zeichnen von Tieren. Psst. Was? Schau dir das an. So viele Scheine. Die gehören dir, wenn du mir ein Einhorn malst. Sarah, ich bin enttäuscht. Nein, das zeichnest du selbst. Dann eben nicht. Ich werde in dieser Runde versagen. Das scheint mir ein bisschen zu dramatisch. Aber es gibt einen Hack dafür. Ich lege meine Hand flach auf das Blatt und zeichne drumherum. Und jetzt fülle ich sie aus. Es ist so einfach, ein Einhorn zu zeichnen. Jetzt male ich es aus. Pink ist die perfekte Farbe für ein Einhorn. Oh, das ist so süß. Ich male auch das Horn aus. Das geht so schnell. Es ist fertig. Oh, schau mal. Warum bist du so glücklich? Das bringt mich auf eine Idee. Ich kopiere einfach Molly. Aber ich mache ein reiches Einhorn. Das wird das perfekte Horn. Kunst kostet eben Geld. Was sagst du dazu? Im Ernst? Das ist genau wie meins. Nein, meins kostet mehr. Juhu, Frau Lehrerin. Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Sehr gut, alle beide. Ich bin eine Künstlerin. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ups. Lalala. Wuhu. Oh, ups. Entschuldigt, Klasse. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Stern. Fangt an. Was ist das? Malerutensilien? Ach, das kann Molly haben. Was ist das denn? Wow. Heute ist mein Glückstag. Ich lege die Schablone auf mein Blatt. Und hier ist der Pinsel mit verschiedenen Farben. Ich male einfach über die Schablone und bekomme einen coolen Effekt. Jetzt entferne ich die Schablone vorsichtig. Wow, sieht aus wie ein Regenbogen. Das gefällt mir. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich muss mal kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche hier Hilfe. Was ist hier los? Einen Stern malen? Einfach. Das ist kein Problem für einen Profi wie mich. Schaut her und lernt. Etwas mehr Herausforderung wäre schöner, aber was soll's. Und ich bin fertig. Man darf applaudieren. Ich weiß, ich bin talentiert. Oh, ihr seid schon fertig? Oh, meine Güte, du bist ein wahres Kunstwerk. Du bist meine Muse. Oh, du. Ich möchte dich jeden Tag malen. Soll ich gehen? Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. Das ist für dich.
Du bist so romantisch. Ich fühle mich so inspiriert, wenn ich bei dir bin. Lass uns gehen. Hey, komm zurück. Mein Bild. Oh. Jetzt haben wir ein Herz. Ihr braucht dafür noch ein paar Utensilien. Los, Mädels. Wow, das sind ja eine Menge Stifte. Mehr bekomme ich nicht? Ernsthaft? Ha, viel Glück. Oh, ich habe schon eine Idee. Das wird fantastisch aussehen. Ich werde ein Riesenherz malen. So weit, so gut. Und jetzt male ich da einfach ein kleines Herz rein. Das ist perfekt. Das ist furchtbar. Hey, schau dir mein Bild an. Das ist nett. Ich schätze, ich male irgendwas. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Ich male mit Filzstift und Bleistift gleichzeitig. Und jetzt zum spaßigen Teil. Ich ziehe Linien ab der Mitte des Herzens durch. Die sollten reichen. Und jetzt zur Schattierung. An einigen Stellen wird die Schattierung etwas kräftiger. Das läuft ganz nach Plan. Jetzt schneide ich den Bereich überm Herz ab. Frau Lehrerin, ich bin fertig. Entschuldigung, okay. Dann zeigt mir eure Kunstwerke. Oh, sehr clever, Molly. Das gefällt mir. Sarah? Wo ist dein Herz? Es ist da drüben. Oh, das ist wie Street Art. Unterschiedliche Ansätze, aber beide exzellent. Ich liebe sie. Oh, danke. Oh, ihr wartet auf mich? Dann drehen wir das Rad. Das wird viel Spaß machen. Okay, einen Regenbogen. Der braucht eine Menge Farbe. Das sollte einfach werden. Ich muss ja nur eine Kurve malen. Okay, das ist doch schwieriger, als ich dachte. Oh, das läuft nicht gut. Warte, vielleicht kann mir das helfen. Ich denke, ich hab's. Ich falte einen Streifen Papier, genauso. Jetzt male ich ein süßes Gesicht drauf. Jetzt zu den Augen. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich fühle mich total kreativ. Hey, pass auf. Ups. Aber das verbessert dein Bild wahrscheinlich. Okay, jetzt zu den Farben. Die Augen male ich aber noch nicht aus. Das Pink ist so leuchtend. Ich sollte mir Nagellack in diesem Farbton besorgen. Das Halsband wird gelb. Und die Augen werden grün. Was für eine lustige Katze. Und sie hat ein Regenbogenlächeln. Das zeige ich Molly. Das ist so lustig. Ich wisch mal lieber die Farbe weg, die Sarah verschüttet hat. Das macht es ja nur noch schlimmer. Warte mal. Das kann ich nutzen. So eine coole Idee. Ich habe die Leinwand blau angemalt und mit dem Schwamm tupfe ich jetzt die Wolken auf. Jetzt lasse ich Orange darunter laufen. Das gleiche mache ich auch mit anderen Farben. So, alles fertig. Hey, achte auf dein Gesicht. Frau Lehrerin, hier, schau mal. Oh, zeig mal her, Molly. Das ist so einzigartig und bunt. Es ist wunderschön. Wow, so verspielt, Sarah. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt euch die Auszeichnung verdient. Das haben wir toll gemacht, Sarah. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hey, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh, hey, kleiner Kumpel. Nein! Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So.
Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach 3 glatte Kanten daraus. Fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist der ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Na, blöder Roboter, du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Phew. Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold.
Aber warum nur der? Rein damit! Oh je! Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch! Mua. Fräulein Betty? Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Ja, Yikes. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha! Da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Meine Puppe ist so hübsch. Guck sie dir an. Hey, Frau Nachbarin. Wow, du siehst so schick aus. Eine natürliche Schönheit. Hey, siehst du den? Da steht ein heißer Junge. Ich glaube, du hast einen Verehrer. Geh und sag Hallo. Sei nicht so schüchtern. Oh, guck dir diesen Kerl an. Worauf wartest du noch? Geh rüber. Hey, wir haben ihn zuerst gesehen. Nix da. Verschwinde. Zwing mich nicht. Hey, hört auf. Ich bin doch kein Stück Fleisch. Wow, wo sind wir? Oh, du bist das. Was machst du hier? Oh, hey, Hübscher. Runde um Runde dreht sie sich. Wo sie stoppt, weiß ich nicht. Oh, sie ist beim Bären stehen geblieben. Der ist so süß. Macht mir einen Kuschelbären. Puh, kein Problem. Guck dir das viele Geld an. Oh, hübsch. Genauso. Schön im Auge behalten. Wo ist das hin? Das ist ein Rätsel. Das ist meins. Alles meins. Jetzt aber schnell. Halt still. Ein kleiner Schnitt hier, ein langer Schnitt da. Und schon habe ich einen Teddybär. Der kommt aufs Blatt. Und ich streiche die Falten raus. Schau ihn dir an. Ziemlich gut, was? Ich bin reich. Das kommt mir bekannt vor. Ich hab's verbessert. Ach, ich kauf mir ein neues. Aber zuerst brauche ich einen Bären. So viel Geld. Nimm den Bären. Gib mir das Geld. Ich hab Großes vor. Und dafür brauche ich Farbe. Ich verteile die auf dem Blatt. Das muss gut bedeckt sein. Ich mach das bis unten. Das ist lustig. Gleich fertig.
Das müsste reichen. Hoffe, du kannst die Luft anhalten, Teddy. Ich reibe den Bären in die Farbe. So ist es gut. Mach dich schmutzig. Das müsste reichen. Du kommst darunter. Jetzt brauche ich noch ein Blatt. Und da drücke ich den Bären drauf. Ich bewege ihn noch etwas. Er braucht noch eine Schleife. Sieht süß aus, stimmt's? Mehr hast du nicht zu bieten? Deiner ist eher enttäuschend. Und du hast meinen Bären ruiniert. Dorf Barbie gewinnt. Ich wusste es. Gucci Goo. Drehen wir das Rad. Es ist ein Telefon. Hey, ruf's doch mal an. Oh, das wird einfach. Nee, das brauche ich nicht. Nach dem habe ich gesucht. Ich leg's hier hin. Jetzt schieße ich ein Foto. Das ist perfekt. Einfach ausdrucken. Ich liebe Technik. Oh, das ging schnell. Genau, was ich wollte. Hey, guck dir das an. Wow, das ist ja cool. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mir ein Telefon malen. Das wird dich was kosten. Ich bin gerade etwas pleite. Warte kurz. Mal sehen. Oh, genau die brauche ich. Frische Eier. Heute muss mein Glückstag sein. Erzähl's aber nicht dem Bauern. Hey, Herr Künstler. Wie wär's mit ein paar frisch gelegten Eiern? Zeig mal her. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Ich bin Veganer, aber wir haben einen Deal. Oh, schöne Pinselstriche. Wow, du bist echt begabt. Meine Arbeit ist getan. Hier, bitte sehr. Wow, ich besorg mir noch Speck. Bin wieder da. Das habe ich selbst gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Ignoriere sie. Wow, ihr seid echt ehrgeizig. Zeit, den Gewinner zu verkünden. Es ist dieser Typ. Er ist ein echter Visionär. Was? Ein Stern? Ich bin wieder im Spiel, Baby. Was jetzt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Es ist ein süßer kleiner Hund. Ihr seid dran. Wuff, wuff. Komm. Ich kann kaum hinsehen. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schreibe ich das Wort Dog. Dann kommen die Augen und zwei große Schlappohren. Das wird die Nase. Der wird toll aussehen. Und jetzt zum Körper. Das läuft ganz gut. Was noch? Aha, der Schwanz. Wie kann ich den vergessen? Wow, das ist fantastisch. Geh und jag einem Knochen hinterher. Ich muss mich konzentrieren. Diese Farbe ist perfekt. Die Zunge wird rot. Und das war's. Ein süßer kleiner Hund. Tada! Ich weiß, das gehört in eine Galerie. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wir müssen sie schlagen. Hä? Was willst du? Oh, du willst apportieren? Na los, hol's dir. Was machst du da? Juhu, das hat echt geklappt. Ich kann's kaum fassen. Das Hühnchen lässt mich nie im Stich. Was passiert hier gerade? Ich muss träumen. Dann fange ich mal an. Ich zeichne um den Hund herum. Hoffe, der bleibt sitzen. So, ich bin fertig. Als ob du in den Spiegel schaust. Ich hab dich echt gut getroffen. Was zum... Was ist hier los? Nein, lass los. Mal dir dein eigenes Bild. Oh, pass doch auf. Gib mir mein Bild. Was hast du getan? Das ist ruiniert. Ich dachte, Hunde fressen nur Hausaufgaben. Vielleicht fällt das niemandem auf. Das dürfte keine schwere Entscheidung sein. Wirklich? Das präsentierst du mir? Yikes. Naja, schätze, statt Barbie gewinnt. Juhu, ich hab's geschafft. Ja, ich denke, das ist fair. Das ist so hypnotisierend. Als nächstes der Pokéball. Ah, total erfrischend. Das fühlt sich gut an. Wer braucht schon einen teuren Salon? Hey, hört mir zu. Du bist noch hier? Fangt! Siehst du das? Der gehört mir. Zu langsam. Du kannst den haben. Oh, danke. Da ist noch Limo drin. Was da wohl drin ist? Hätte ich mal lieber nicht gefragt. Aber das bringt mich auf eine Idee. Ich fange gleich an. Ich zeichne meine Lieblingsfigur. Mit den Ohren fange ich an. Die Spitzen werden schwarz. Sieht gut aus. Jetzt zum Gesicht. Das werden die rosigen Wangen. Hier zwei große Augen. Und ich komme gut voran.
Die Augen male ich schwarz. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Jetzt das andere. Die Nase ist nur ein Dreieck. Dann noch ein breites, glückliches Lächeln. Oh, guck ihn dir an. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich zeichne jetzt den Körper. Der Schwanz sieht wie ein Blitzschlag aus. Es fehlen nur noch zwei Arme. Manchmal überrasche ich mich selbst. Jetzt wird ausgemalt. Dieses Rot ist perfekt für die Wangen. Die werden schön auffallen. Jetzt male ich den Mund aus. Weiter geht's mit Gelb. Ich fange mit dem Schwanz an. Aber keine Eile. Ich will jetzt nichts ruinieren. Und zum Schluss die Zunge. Die wird rosa. Das war's schon. Es ist Pikachu. Guck mal. Voll fantastisch. Hm, und was mache ich? Warte mal. Ich kann den Becher nehmen. Zuerst schneide ich jeweils ein Loch in die Seiten. Jetzt brauche ich eine Menge gelber Strohhalme. Ich schneide sie zu und klebe sie zusammen. Das kommt jetzt in den Becher. Auf den Kopf klebe ich Pikachus Gesicht. Auf die Arme kommen diese Herzen. Die machen mich so glücklich. Und ein großes Herz kommt in die Mitte. Jetzt zum lustigen Teil. Hey, Pikachu tanzt. Hey, Kevin, das musst du sehen. Ziemlich coole Moves, was? Dem könnte ich ewig zugucken. Wird Zeit für deine Beurteilung. Dorf Barbie gewinnt diese Runde. Sorry. Yippie, ich bin die Größte. Wup, wup. Das ist nicht fair. Ich hätte gewinnen sollen. Verewige mich. Generationen sollen meine Schönheit bewundern. Alles klar, Lady. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Dann mal los. Bleib genau so. Habe verstanden. Der erste Pinselstrich ist der schwerste. Hey, was ist hier los? Ah, raus hier! Shh, tu so, als wäre ich nicht hier. Hab dich! Hey! Das ist es? Wohl noch nie was von Minimalismus gehört. Wovon redet ihr? Zeig's mir. Soll ich das etwa sein? Was? Ist das ein schlechter Scherz? Er steht schon lange auf unserer Fahndungsliste. Ich kann das erklären. Das ist mein Bruder. What? Es gibt noch mehr? Das ist ein falscher Schnurrbart. Ich bin schockiert. Willst du noch mehr sehen? Moment mal, Hazel? Tu nicht so, als wärst du überrascht. Meine Damen, stopp. Mir bleibt nur eins übrig. Ihr fahrt beide ein. Nein, ich bin zu reich fürs Gefängnis. Oh, ihr kommt nicht ins Gefängnis. Ich habe was Besseres vor. Hey, das Bild gefällt mir eigentlich. Ich nehm's mit, als Beweismittel. Setzt euch hier hin. Ich nehme noch die Handschellen ab. Ich fordere euch heraus. So läuft das also, ja? Oh. Was macht er da? Sieht das gut aus? Egal, das ist eure erste Challenge. Ein süßes Häschen. Malzubehör. Dann legen wir mal los. Ich habe schon eine tolle Idee. Muss nur noch rausfinden, wie ich diesen Stift halte. Ist eine knifflige Angelegenheit. Ah! Warte, so geht's. Jetzt brauche ich einen Becher. Auf den zeichne ich ein Gesicht. Ich fange mit den Augen an. Ach, ich hätte auch gern solche Wimpern. Jetzt zur Nase. Oh, sieht schon süß aus. Er bekommt auch ein fröhliches Lächeln. Und jetzt zu den rosigen Wangen. Sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Der kleine Kerl braucht Schnurrhaare. Aber irgendwas fehlt noch. Ein Hase braucht Ohren. Ich brauche jetzt meine Schere. Ich mache Schnitte in die Seite und roll das ein. Jetzt mache ich Kleber auf den Plastikdeckel und klebe einen zweiten ran. Da kommt jetzt ein Gummi drum. Der sitzt ein bisschen locker, also fixiere ich ihn mit Klebeband. Jetzt habe ich das, was ich brauche. Ich lege den Gummi über die eingeschnittenen Seiten und die Deckel sind unter dem Becher. Jetzt muss ich nur noch den Gummi eindrehen. Und wenn ich das loslasse, hüpft das Häschen. Juhu, guck mal, wie es hoppelt. Wie soll ich das schlagen? Ich habe eine Idee. Ich muss Papi anrufen. Hallo, Papa, ich brauche deine Hilfe. Da war dieser Polizist und ein Hase. Ich bin total gestresst, Papi. Unternimm was, sofort. Okay, danke, Papi. Tschüss. Wow, das ging ja schnell. Ich bin total gespannt, was da wohl drin ist. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wow, das ist ein Roboter. Der ist ja cool. Ich wusste, Papi lässt mich nicht im Stich. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Hazel, guck dir den mal an. Der macht diese Challenge zum Kinderspiel. Okay, Roboter, fang an. So ist's gut. Den ist wichtig. Mal mir einen Hasen. Wow, das klappt.
Das ist so cool. Und ich kann mich zurücklehnen. Der Roboter macht alles. Ew. Hey, das stimmt nicht. Das ist eine Schnecke. Blöder Roboter. Ich will einen Hasen. Verstanden? Hörst du mir zu? Ein Hase. Komm schon. Oh, deshalb lasse ich Dina alles machen. Okay, mal mir einen Hasen und du bekommst ein Leckerli. Scheint doch fair zu sein, oder? Also los. Das gehört dir, wenn du mir einen Hasen malst. Ich wusste, dass du auf Süßes stehst. Du musst nur ein bisschen überredet werden. Aber mir war klar, dass wir es am Ende schaffen. Du bist schon fertig? Willst du mich verarschen? Was soll das sein? Langsam wird's nervig. Was mache ich denn falsch? Mal doch selbst was. Die Zeit ist um und die Gewinnerin ist Hazel. Das war eine leichte Entscheidung. Ja, yeah, ich wusste es. Der Roboter ist schuld. Hey, guck, er malt was. Herr Wachtmeister, hier ist mein Hase. Niedlich, stimmt's? Nein, es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Was soll ich jetzt tun? Es ist zu spät. Jawohl. Nene, ich bin die Beste. Das erzähle ich Papi. Mach doch, ich habe trotzdem gewonnen. Ich frage mich, was jetzt kommt. Sorry, dieser Schnurrbart beansprucht viel Zeit. Hier kommt eure nächste Challenge. Das kann ich. Hä? Was ist das? Wo sind die Stifte? Ich glaube, wir benutzen stattdessen Knöpfe und Fäden. Das könnte knifflig werden. Ich mache keine Handarbeit. Nie und nimmer. Butler, komm her. Sie haben gerufen, Madam. Hier ist der Koffer. Siehe da, frisch gepflückte Pokebälle. Wow, sind die golden? Du hast dich selbst übertroffen. Ich schaue mir den genauer an. Wow, der ist wunderschön. Du kannst gehen. Mal sehen, was drin steckt. Hä? Mehr nicht? Das ist so klein. Ich hatte mehr erwartet. Irgendwie enttäuschend. Was will man machen? Ich habe was Extravagantes erwartet. Butler, was ist das? Butler, komm sofort her. Sie haben geschrien, Madame. Guck dir das an. Ah, ich verstehe schon. Einen Moment, Madame. Das ist total peinlich. Ich hoffe, das passt besser. Was soll ich denn damit machen? Ich glaube, es heißt, mach was draus. Nein, das muss größer sein. Bin gleich wieder da. Ist schwer, geeignetes Personal zu finden. Das kannst du laut sagen. Tada! Pikachu! Wie war das? Das hat mir gefallen. Mach's nochmal. Das war echt gut. Ich bin happy. Die Farbe steht dir auch. Danke, Madame. Aber egal, das kann ich übertrumpfen. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Das brauche ich nicht. Ich habe ja meine Socken. Ich habe immer ein Ersatzpaar dabei. Die hat auch die richtige Farbe. Los geht's. Zuerst muss ich sie anpassen. Ich schneide die Socke in zwei. Einmal durch die Mitte durch. Die eine Hälfte schneide ich dann in kleine Teile. Genau so. Jetzt ordne ich sie an. Das soll wie Pikachu aussehen. Nicht schlecht. Muss ich nur noch zusammennähen. Die Nähte müssen schön fest werden. Jetzt kommen noch Arme und Beine ran. Langsam nimmt es Form an. Aber ich muss das noch ausstopfen. Schon besser. Ich habe noch einiges zu tun. Ich nutze schwarzen Filz für die Augen. Daraus habe ich zwei Kreise ausgeschnitten. Ich klebe sie an. Und darauf kommen zwei weiße Knöpfe. Pikachu hat rote Wangen. Für die nehme ich rote Knöpfe. Jetzt brauche ich den Marker. Nicht bewegen. Jetzt kommt die Nase. Und natürlich auch der Mund. Mit dem Marker färbe ich auch gleich die Ohren ein. Aber nur die Spitzen. Und ich bin fertig. Mein eigenes knuddeliges Pikachu. Sieht toll aus. Und ist schön weich. Was sagst du dazu? Unglaublich, dass das mal eine Socke war. Deswegen riecht das hier so. Oh, unmöglich ist das. Ja, das stinkt ganz schön. Was? Die habe ich letzte Woche gewaschen. Das ist mein einzigartiger Duft. Käsig? Ich rieche das immer noch. Guck, was du getan hast. Ups, sorry. Das brennt mir in den Nasenlöchern. Machen wir jetzt die Bewertung? Hey, was ist das? Das riecht herrlich.
Oh, Käse. Ich liebe ihn. Das gefällt mir. Endlich mal jemand mit gutem Geschmack. Hazel gewinnt wieder. Toll gemacht. Juhu, wir haben es geschafft, Pikachu. Ich verstehe diese Challenge nicht. Haha, mehr Glück beim nächsten Mal. Diesen Gestank werde ich nie wieder los. Können wir uns beeilen? Ich habe noch einen Maniküretermin. Okay, weiter geht's. Hier ist die nächste. Das ist ein Tiger. Okay, verstanden. Mehr bekommen wir nicht? Dein Ernst? Nee, die benutze ich nicht. Butler! Was denn jetzt? Ich will einen Tiger. Ein Tiger? Aber los und beeil dich. Natürlich, Madam. Viel Glück. Ich brauche auch noch ein paar Sachen. Ich hasse es, den Müll rauszubringen. Den nehme ich. Was zum? Ist genau, was ich brauche. Dann schaue ich mal rein. Das ist wirklich tragisch. Hey, Recycling ist immer gut. Ich brauche diese Klopapierrolle. Ich mache sie platt. Jetzt kann ich darauf malen. Ich werde einen Tiger erschaffen. Aber ich muss mich konzentrieren. Der muss perfekt werden. Okay, jetzt schneide ich das aus. Und dann kommt Farbe dazu. Ich fange mit Orange an. Ich male ihn komplett aus. Dann kommen seine Streifen. Das wird ein freundlicher Tiger. Auf dem Rücken hat er 3 Streifen und dann noch welche an den Beinen. Soweit, so gut. Das war's mit dem Körper. Jetzt fehlt nur noch sein Gesicht. Ich hab's auf die Innenseite gemalt und klappe es einfach um. Oh, der gefällt mir. Guck dir den an, Lexi. Der ist hübsch, was? Das soll ein Tiger sein. Warte es ab. Ich bevorzuge sowas in echt. Warum dauert das so lange? Sorry, Madam. Der Tiger hat sich losgerissen. Ich wollte ihn aufhalten, aber naja, reden wir nicht darüber. Kannst du denn gar nichts richtig machen? Bist du verletzt? Gib das her. Jetzt verschwinde. Tut mir schrecklich leid, Madam. Verkaufst du mir deinen Tiger, bitte? Du willst den? Ja, gib schon her. Nö, der gehört mir. Der ist mehr wert als dein Geld. Ugh. Dann werde ich wohl was malen müssen. Wie schwer kann das schon sein? Ist doch nur ein wütendes Kätzchen. So, das sollte reichen. Hier ist er. Ich hoffe, der gefällt dir. Ugh, ich versuche mal nicht auf Lexis zu gucken. Hazel gewinnt. Nicht schon wieder. Ich bin bereit für die nächste Runde. Ich hoffe, ihr mögt Regenbögen. Die macht mich sehr glücklich. Naja, die sind okay. Ja, ich denke, das sind sie. Oh, guck mal. Ich habe Lippenstift. Das ist ja fantastisch. Wow, dieser Farbton gefällt mir. Ich könnte eine Auffrischung vertragen. Wie findest du den? Dazu möchte ich lieber nichts sagen. Mach das bitte nicht nochmal. Aber egal, ich habe eine tolle Idee. Ich entferne meinen Lidschatten. Dann brauche ich 2 Pinsel. Und mein Make-up. Ich tauche die Pinsel ins Make-up ein. Und dann trage ich es auf. Gleichzeitig. Das gibt einen tollen Effekt. Ich mache auch etwas Farbe auf meine Lippen. Viel besser als dieser langweilige Lippenstift. Darf den Mascara nicht vergessen. Ich möchte goldene Wimpern. Für das gewisse Glitzern. Gefällt mir. Ich weiß, ich sehe fantastisch aus. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe diese Leinwand und darauf drücke ich mein Gesicht. Tada! Das ist mein Kunstwerk. Das sollte in einer Galerie hängen. Wow! Warte mal. Mir klemmt da was zwischen meinen Zähnen. Hm, das muss noch vor Mittag sein. Eine Sekunde. Ich krieg's nicht raus. Oh, ich weiß. Ich brauche Zahnseide. Zum Glück habe ich meinen Schnürsenkel. Raus da! Hä? Was machst du da? Hey, ist das Blut? Ah, das ist der Lippenstift. Hm, damit kann ich was anfangen. Ich brauche nur noch mehr Farben. Das wird dir gefallen. Ich trage den Lippenstift auf den Schnürsenkel auf. Und auch noch auf der anderen Seite. Jetzt habe ich einen mehrfarbigen Schnürsenkel. Der sieht fantastisch aus. Jetzt mache ich Kunst. Wo ist mein Malblock? Ah, da ist er. Ich schlage ihn auf und leg den Schnürsenkel rein, aber in einem Wellenmuster.
Dann mache ich den Malblock wieder zu und lege meine Hand drauf. Jetzt ziehe ich ihn raus. So einfach ist das. Wenn ich den Block aufmache, habe ich ein Kunstwerk. Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Hä? Ich bin fertig. Ist schön, oder? Hey, sind meine Zähne sauber? Das ist ganz schön lästig. Beachtet mich einfach nicht. Ah, das fühlt sich besser an. Das wäre ganz schön peinlich geworden. Komm schon, lass mich gewinnen. Beide sind sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ihr habt beide gewonnen. Habt ihr euch verdient? Ja, ich wusste es. Obwohl ich mir bei Hazels Bild nicht so sicher bin. Ignoriere sie einfach. Okay, ich muss gleich zum Unterricht. Wow, das ist so cool. Welche Frisur wollen wir nehmen? Nee, grün nicht. Ich denke, ich weiß. Wir nehmen Nummer 3. Oh, was ist das denn? Lass los, das ist meins. Ich will das sehen. Wow, was ist passiert? Da seid ihr ja. Endlich. Willkommen zur Kunst-Challenge. Wir fangen besser gleich an. Als erstes kommt Trommelwirbel, bitte. Ein Regenbogen. Cool, ich liebe Regenbögen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich brauche etwas aus meiner Tasche. Dann schaue ich auch mal nach. Was habe ich eigentlich? Das ist deine Tasche? Aha, das brauche ich für mein Bild. Hey, cool, dass ich die noch hab. Riecht noch frisch. Willst du mich verarschen? Ich kotz gleich. Ach, ich mach doch nur Quatsch. Ich brauche einen Stift. Ein mit Diamanten besetzter Stift natürlich. Ugh, wo kommt das denn her? Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Kendall, nimm das weg von mir. Ugh, so eklig. Okay, ich falte zuerst das Blatt. Dann stelle ich die Stiftdose drauf, um einen Kreis zu zeichnen. Da male ich ein Gesicht rein. Ich fange mit den Augen an. Der Mund beginnt an der Falz. So ein schönes Lächeln. Jetzt öffne ich das Blatt. Ich benutze mein Geld als Lineal, um beide Gesichtshälften zu verbinden. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Es soll so leuchtend wie möglich werden. Ich male den Regenbogen direkt in den Mund. Jetzt kann ich das Blatt wieder umklappen. Das sieht toll aus. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Wow. Mir fällt die Kinnlade runter. Britney hat ja noch nicht mal angefangen. Ich muss hier doch was haben. Oh hey, ich habe meine alte Kreide gefunden. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich brauche meinen lieben Hammer. Ich mache noch schnell eine Schmetterlingsschablone. Die lege ich auf das schwarze Blatt. Jetzt kommt die Kreide drauf. Und dann wird gehämmert. Oh ja, das macht Spaß. Das wirkt sogar richtig entspannend. Jetzt kann ich die Schablone runternehmen. Und ich habe einen schönen Schmetterling. Ausgezeichnete Arbeit, Mädels. Ich weiß. Es ist eine schwierige Entscheidung. Aber Britney gewinnt. Wirklich? Wow, danke. Ugh, das ist doch unfair. Hey, sei nicht sauer. Ich mag deine Zeichnung. Hey, Romantik liegt in der Luft. Hier kommt eure nächste Challenge. Es ist das Herz der Liebe. Und als Inspiration habe ich einen besonderen Gast. Schaut mal da drüben. Hallo, meine Damen. Ich zeige euch meinen glühenden Blick. Gut, dass ich an die Windmaschine gedacht habe. Oh, er ist süß. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Nein. Diese Runde muss ich gewinnen. Dafür muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Gib mir die Herzen. Ich will mehr. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin nicht gut unter Druck. Hier, bitte sehr. Genau, was ich brauche. Brian ist zum Verlieben. Wir wären ein so glückliches Paar. Okay, los geht's. Ich fange mit einer romantischen Nachricht an. Das sagt genau, was ich fühle. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Stift drumherum. Ich male noch ein paar Sterne drauf. Auf den anderen Herzen stehen andere Nachrichten. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich falte die Seiten um und drücke sie an, um eine Falz zu machen. Jetzt falte ich den oberen Teil um. So entsteht ein kleiner Umschlag. Mit einem Aufkleber versiegle ich den. Ich stecke den zu den anderen. Jetzt habe ich eine kleine Sammlung von Liebesbriefen. Eine der süßesten Schlüsselanhänger. Wow, das ist ziemlich gut. Ist schwieriger, als ich dachte. Mir fällt nicht mal was Richtiges ein. Na gut, ich fange einfach an. Ich male ein Herz. Aber kein gewöhnliches Liebesherz. Es ist anders, aber es wird gut aussehen. Hallo ihr. Mir gefällt dein Landstreicher-Look und deine Zeichnung bezaubernd. Eine Rose für eine Rose. Wow, was für ein Gentleman. Und was ist das? Ist das für mich?
schön und talentiert. Was für eine Kombination. Ich habe auch etwas für dich. Oh, sei still, mein Herz. Ja, diese Reaktion kenne ich schon. Hast du auch etwas für mich? Ruhe, das ist meine Zeit. Das ist ja praktisch. Na, kleiner Spaß, eure nächste Challenge ist ein Pinsel. Wo ist Britney? Woher soll ich das wissen? Na egal, fangen wir ohne sie an. Leg los! Das sollte einfach sein. Hallo, ich möchte bestellen. Was für ein toller Service. Ich liebe Shoppen. Das ist mein Lieblingshobby. Okay, dann hole ich den mal raus. Wie hat der da überhaupt reingepasst? Ugh, schwer ist der auch noch. Aber er ist perfekt. Die Schachtel kann weg. Sorry, bin zu spät. Oh mein Gott, ist das Klopapier? Hä? Wovon redest du? Oh ja, ups. Das war ja peinlich. Und was habe ich verpasst? Warte, ich muss noch was erledigen. Bitte hör auf damit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Oh, den kann ich gebrauchen. Ich brauche keinen Pinsel. Ich breche den in zwei Hälften. Und dann rolle ich den in Klopapier ein. Das muss schön eng anliegen. Jetzt wirklich grünes Plastik drum. Genau so. Dann brauche ich einen Aufkleber. Der soll das fixieren. Sieht gut aus. Ich stecke den dann ins durchsichtige Rohr. Ich glaube, ich bin fertig. Ich tauche das erste Stäbchen in rosa Farbe. Passend zum Kunststoff. Und dann male ich damit auf dem Blatt. Wenn ich mit der Farbe fertig bin, tausche ich das Stäbchen. Jetzt kommt Blau. Die Watte soll sich schön mit Farbe aufsaugen. Und dann kann ich weitermalen. Was zum... So ist es also, ja? Dann schau dir das an. Ich habe große Pläne. Und ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Ich bin fertig. Was? Warum hast du das gemacht? Du hast verloren. Hey, der Pinsel ist mir nur ausgerutscht. Sorry, muss auf meinen Kaliumspiegel achten. Das ist die nächste Challenge. Die ganze Arbeit macht mich hungrig. Bring mir was zu essen. Das ist gut. Das sieht alles sehr lecker aus. Was probiere ich zuerst? Wow, das sieht gut aus. Ich will auch was. Nimm deine schmutzigen Finger weg. Ich will nicht, dass du mein Essen anfasst. Ach komm schon, du schaffst das doch nicht alles. Gut, ich gebe dir ein Ei. Fang. Wow, vorsichtig. Nicht fallen lassen. Puh, das war knapp. Danke. Ich schlage das Ei über einer Schüssel auf. Ich will nämlich das Eigelb trennen. Das kommt in eine andere Schüssel. Mit meinen Fingern mache ich es kaputt. Fühlt sich so schleimig an. Jetzt gebe ich etwas Öl dazu. Noch ein bisschen mehr. Und dann umrühren. Jetzt ziehe ich die Spritze mit der Mischung auf. Dadurch wird der folgende Schritt einfacher und keine Schweinerei. Ich gebe die Eiermischung zum Farbpulver, aber nicht viel. Nur ein paar Tropfen. Mit einem Pinsel vermische ich das Ei und die Farbe. Das sieht gut aus. Jetzt zerdrücke ich die Eierschale etwas. Ich will kleine Stücke haben. Ich nehme dieses Stück Schale und male es blau an. Mir gefällt die Farbe. Ich habe eine Vase gezeichnet und auf die klebe ich die Schale. Dann kommen noch Blumen dazu. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr runter. Warte, vielleicht habe ich zu viel gegessen. Wow. Ups, das war ich. Besser oben als unten. Ich will kein Essen verschwenden. Vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und jetzt benutze ich den Brokkoli als Pinsel. Ich tupfe Farbe auf die Leinwand. Ich nehme verschiedene Farben. Dadurch entsteht ein toller Laubeffekt. Guck dir das an. Das ist schön. Gefällt mir. Sehr kreativ. Wie soll ich mich entscheiden? Es ist knapp, aber Kendall gewinnt. Ja, ich bin die Größte. Okay, bleib locker, Picasso. Hui, wie schön sich das dreht. Schaut euch die nächste Challenge an. Wie aufregend. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, hier hängt ein Faden an meinem Hemd. Hier ist noch einer. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Make-up. Kendall wird's gar nicht bemerken. Das ist meine Chance. Einfach normal verhalten. Hier gibt's nichts zu sehen. Das perfekte Verbrechen. Ich trage Lippenstift auf die Fäden auf. Die kommen dann in den Malblock. Ich ordne sie zu einem Wellenmuster an. Dann klappe ich den Block zu und ziehe die Fäden raus. Und zurück bleibt ein abstraktes Bild. Sieht toll aus. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Warte, Britney. Ja?
Wie ist der denn hier hingekommen? Oh, den kannst du behalten. Ich nehme lieber den Pinsel. Ich male meine Leinwand schwarz an, aber nur zur Hälfte. Dann trage ich eine Linie Klebstoff auf. Ich verstreiche den Kleber über die schwarze Farbe und die leere Leinwand. Genau so. Bevor der fest wird, streue ich Glitzer drüber. Ich muss mich beeilen. Puh, ganz schön anstrengend. Hä? Ist das Gold? Das wird toll auf dem Bild aussehen. Sogar meine Schuppen sind reich. Ich sollte aber besseres Shampoo kaufen. Ich lege eine Herzschablone auf die Leinwand und schnapp mir Sprühfarbe. Ich gehe damit über die Schablone. Die Farbe ist so intensiv. Jetzt kann die Schablone runter. Wow, das hänge ich mir an meine Wand. Das ist gut, stimmt's? Oh ja, warte, bis du das siehst. Wow, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Leg es ab. So ist es besser. Wow, es ist wunderbar. Es ist was ganz Besonderes. Warne mich das nächste Mal vor. Wow, guck dir das ganze Zeug an. Das ist das Ende der Challenge. Es wird Zeit, die Gewinnerin zu verkünden. Ich wähle mich. Ich bin so nervös. Wer wird es sein? Es ist Kendall. Ich kann's kaum glauben. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut gemacht. Warte. Wir sollten die Preise teilen. Wirklich? Das meinst du ernst? Juhu! Ich mag Umarmung eigentlich nicht. Das ist so schön. Kunst ist die wahre Gewinnerin. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt lasst euren Pinsel die Leinwand erkunden. Er ist eine Erweiterung von euch. Sie hat voll recht. Das macht richtig Spaß. Hey, vorsichtig. Oh, sorry. Was machst du da? Nimm das. Hört auf damit. Hey, stopp jetzt. Oh oh. Ich glaube, wir kriegen Ärger. Da hilft nur eine Sache. Hä? Was ist passiert? Das ist ziemlich cool. Das ist eure erste Challenge. Oh, wie romantisch. Das kann ich. Matthew? Was machst du denn? Deine Hand ist so weich. Jetzt wird's verrückt. Mir ist noch nie aufgefallen, wie hübsch du bist. Na und? Hey, ich habe eine Idee. Ich halte die Stifte zusammen und dann zeichne ich. So bekomme ich ein Doppelherz und einen 3D-Effekt. Das sieht voll gut aus. Was? Warte mal. Sorry, Mädels. Bin beschäftigt. Nur einer gehört mein Herz. Und das ist Stacy. Sie ist perfekt. Wow, das sieht ja unglaublich aus. Ich muss auch was malen. Und ich habe eine Idee. Ich drücke die Stiftspitzen aufeinander. Dadurch verlaufen die Farben. Genauso. Das sollte reichen. Jetzt zum lustigen Teil. Wenn ich das Herz jetzt ausmale, verschmelzen die Farben. Das gibt einen coolen Effekt. Fantastisch. Wie bei einem Regenbogen. Schau dir das an, Stacy. Was sagst du, Lilly? Ein einfallsreicher Farbeinsatz, Matthew. Stacy, deins ist anders, aber der Gewinner ist eindeutig Matthew. Oh, du bist zu nett. Das ist für dich, Stacy. Oh, danke. Das Popcorn ist lecker. Wo sind nur meine Manieren? Danke, Matthew. Fang! Oh! Da kommt einer. Guter Wurf. Kopf hoch. Was? Hey, der Look steht hier. Oh Mann, das ist ja voll lustig. Was ist hier los? Hey, ich bin ein Vogel. Ich find's toll. Du siehst ganz weich und kuschelig aus. Leute, wir haben immer noch eine Challenge. Ups, fast vergessen. Als nächstes haben wir ein süßes Küken. Kein Problem. Oh, da ist ja noch Popcorn übrig. Vielleicht helfen mir die Körner. Ich streue sie aufs Blatt. Vorher habe ich aber Kleber aufgetragen. Jetzt schüttle ich die überflüssigen Körner runter und ein Küken bleibt. Wow, das ist eine coole Idee. Ich nehme diesen Goldbarren, habe immer einen für Notfälle dabei. Ich rasple es direkt aufs Blatt. Was? Du hast Gold? Wer bist du? Damit bin ich fertig. Jetzt habe ich ein goldenes Küken. Schau, wie es funkelt. Das sieht sehr süß aus. Du entscheidest, Lilly. Eine schwierige Aufgabe. Die sind beide ähnlich. Obwohl eins aus Edelmetall ist und das andere ist eher schlicht. Wisst ihr was? Es steht unentschieden. Glückwunsch! Juhu! Scheint mir fair zu sein. Ich bereite mich für die nächste Challenge vor.
Das ist der perfekte Zeitpunkt. Stacy, hier für dich. Hoffe, sie gefallen dir. Dein Ernst? Nein, nicht für mich. Oh, ein Geschenk für mich? Nein, das ist für Stacy. Echt? Was da wohl drin ist? Oh, guck mal. Was? Ist doch nur ein dummes Einhorn. Frauen werde ich nie verstehen. Oh, das ist von meinem Schwarm. Voll süß. Das halte ich immer in Ehren. Das ist eine gute Idee für die nächste Runde. Ein Einhorn. Machst du Witze? Na gut, dann los. Nope, das ist nicht gut. Es ist so weich. Oh, da ist ja noch was in der Kiste. Ist das ein Bonbon? Riecht jedenfalls süß. Mh, der ist lecker. Hä, was ist los? Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Jetzt wird gezeichnet. Ich zeichne den Umriss des Einhorns auf kariertes Papier. Dann gehe ich um den Umriss rum. Ja, das wird gut. Als nächstes kommen die Details. Das wird die Mähne. Jetzt den Umriss ausmalen. Dadurch wird alles deutlicher. Und nun zur Farbe. Das wird schön aussehen. Muss nur aufpassen, dass ich innerhalb der Linien bleibe. Das Horn wird mehrfarbig. Das ist gut. Jetzt noch die Schnauze. Und fertig. Lilly, ich bin fertig. Die Zeit ist gleich um. Was? Schon? Was mache ich denn jetzt? Das muss reichen. Tada! Naja, du hast es versucht. Gut gemacht, Stacy. Dein sieht toll aus. Je weniger ich sage, desto besser, Matthew. Stacy gewinnt. Konkurrenzlos. Ja, schon verstanden. Juhu, ich wusste es. Hehe, das wird lustig. Hey, Stacy. Warum machst du das? Weil's lustig ist, deshalb. Du bist voll kindisch. Aber was du kannst, kann ich auch. Ist jetzt nicht mehr so lustig, was? Das hast du verdient. Du verstehst keinen Spaß. Leg dich nicht mit mir an, Matthew. Na dann los, Stacy. Komm schon. Du wirst verlieren. Oh, das war doch keine gute Idee. Ich muss gewinnen. Wieso bist du so stark? Oh Mann. Gib auf. Was macht ihr da? Hört auf. Im Ernst. Sie hat angefangen. Weiter geht's mit der Challenge. Es geht um Tiere. Klingt ein bisschen vage. Was soll ich zeichnen? Ich weiß, was ich mache. Ich ergänze Matthews Handabdruck. Hier kommt ein Bogen hin. Jetzt male ich über die Farbe. Ich fange mit dem Schnabel an. Für das Auge nehme ich Tipp-Ex. Wenn das getrocknet ist, kommt noch Schwarz. Jetzt zeichne ich die Beine. Das Gelb ist perfekt. Es ist ein Flamingo. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Was sagst du dazu? Wow, aber ich kann das übertrumpfen. Stacy hat ja schon vorgearbeitet. Ich muss nur noch Details einzeichnen. Das macht sogar Spaß. Ich könnte das ewig machen. Die einzige Grenze ist meine Fantasie. Jetzt kommt ein Tiger. Das ist ein gut aussehender Tiger. Und so einfach. Der rote Klecks wird ein Fisch. Lilly wollte, dass wir Tiere zeichnen und ich habe einen Zoo. Und hier kommt noch ein Frosch. Ich bin fertig. Guck mal. Gib's zu, du bist neidisch. Wer gewinnt, Lilly? Das ist süß, Matthew. Oh, sehr kreativ, Stacy. Ich liebe Flamingos. Hm, bisher schwierigste Wahl. Ich finde, ihr habt beide gewonnen. Habt ihr toll gemacht. Ja, komm her. Dein Bild gefällt mir. Hä? Wo kommt das denn her? Ich glaube, das ist mein Handy. Wie ist das da reingekommen? Du hast eine Menge Zeug in deiner Tasche. Oh, mein Einhorn. Aha, da ist es. Hallo? Oh, hey, wie läuft's? Okay, wo gehst du hin? Schätze, die Challenge ist dir nicht so wichtig. Na gut. Dann lass dich von diesem Puppet inspirieren. Hm, was mache ich nur? Gibt's hier was, was ich nehmen kann? Hey, das Nudelholz wird mir helfen. Ich male erstmal Punkte drauf. Ich mache sie quer über das Nudelholz. Und dann wechsle ich die Farbe zu Orange. Ich will alle Farben des Regenbogens haben. Ist irgendwie entspannend. Fast fertig. Okay, das sollte reichen. Und jetzt rolle ich damit über das Blatt. Ich lasse mir Zeit.
Ich will nichts verschmieren. Langsam, ganz langsam. Wahnsinn, das sieht wie ein Poppet aus. Oh, ich weiß. Was habe ich verpasst? Nicht viel. Ich bin ein Poppet. Ziemlich cool, oder? Lilly? Ich spüre das Leben. Guck mal, Stacy. Ihr seht total lächerlich aus. Vielleicht bist du nur anders. Ich bin gerade voll verwirrt. Schau mal mein Bild. Sieht genauso aus wie wir. Was ist mit dir, Stacy? Du hast doch auch ein Bild, oder? Nein, habe ich nicht. Ich musste telefonieren. Ich bin enttäuscht. Matthew gewinnt. Ja. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich brauche neue Freunde. Das war die letzte Runde. Ich bin total gespannt. Schauen wir uns den Punktestand an. Es geht los. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Matthew gewinnt. Glückwunsch. Oh yeah, you. Ich bin der Größte. Hier ist dein Preis. Gold? Du kennst mich wirklich gut. Das ist voll ungerecht. Ich wollte gewinnen. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Hier, nimm. Oh, warte. Was? Im Ernst? Oh, das ist so nett. Ich liebe Happy Endings. Ich habe doch schon genug Gold. Wow, Olivia ist so hübsch. Oh, 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 tschiu. Ih, Rotze. Mein Bild ist ruiniert. Was sollte das? Ich muss das beheben. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich male ein Herz in die Rotze. Ist total romantisch. Eines Tages lachen wir drüber. Oh, schau dir das an. Das ist voll eklig. Sorry, Olivia. Das war ein Unfall. Hey, was soll der Krach? Ich komme gleich nach hinten. Hey, passt auf. Er hat angefangen. Mir bleibt nur eins übrig. Wow. Das war voll cool, stimmt's? Es wird Zeit für einen Malwettbewerb. Ich möchte, dass ihr euch anstrengt. Wow, das ist voll spannend. Das ist eure erste Aufgabe. Findet ihr, die steht mir? Huh, sie ist eine Hexe. Was soll das? Ich möchte, dass ihr Haare zeichnet. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Hm, okay. Das kann ich. Dann fange ich mal an. Ich brauche Inspiration. Und Olivia ist meine Muse. Guck dir nur dieses prächtige Haar an. Ja, die Idee ist super. Aber wie fange ich an? Aha, ich hab's. Ich fühle die Kreativität in mir. Das ist ein guter Anfang. Und jetzt? Ein wenig Hilfe? Oh, das sind schöne Stifte. Ich wähle den blauen. Der macht mein Bild besonders. Hm, der ist noch nicht perfekt. Ich werde ihn anpassen. Und zwar mit dem Cutter. Ich schneide ein Stückchen raus. Das muss nicht viel sein, das reicht schon. Und los geht's. Der malt jetzt die perfekten Locken. Und das ganz schnell. Ich bin fertig. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Das läuft echt gut. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Komm schon, ich habe keine Zeit dafür. Oh, guck dir den an. Der Stift ist hinüber. Das fehlt mir gerade noch. Was mache ich jetzt? Warte. Guck dir die an. Die bringen mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Darf mich nicht erwischen lassen. Ich schnapp mir einfach ein paar Körner. Die Vögel werden nichts dagegen haben. Die kommen in den Becher. Mit denen wird's gehen. Oh, oh. War vielleicht doch ein Fehler. Oh, schnell weg. Haut ab. Wow, diese Vögel waren echt gemein. Was? Was ist denn mit dir passiert? Huh? Wovon redest du? Oh, die? Hier gibt's nichts zu sehen. Ich mach besser weiter. Zuerst brauche ich Kleber. Los geht's. Ich spritze den auf den Rand meiner Zeichnung. Genau so. Dann verteile ich den auf dem Blatt. Ich mache ein Wirbelmuster. Jetzt verteile ich den mit dem Pinsel. Schön gleichmäßig. Und jetzt kommen die Samen. Ich streue die über den Kleber. Der soll vollständig bedeckt werden. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss die restlichen Samen wegpusten. Los geht's. Ich muss kräftig pusten. Aber ich bin noch nicht fertig. Da kommen noch Perlen drauf. Die werden das Haarband. Wow, das muss ich gleich zeigen.
Hey, guck mal. Hä? Oh, der Wettbewerb. Sehr beeindruckend, Olivia. Ich weiß. Du hast eindeutig Talent. Jetzt zu dir, Miles. Echt gut, was? Oh, wow, das ist wunderbar. Sie ist nicht besonders anspruchsvoll. Ich verkünde den Gewinner. Miles gewinnt diese Runde. Wie cool, juhu. Soll das ein Witz sein? Ich bin der Größte. Oh nein. Das ist der Typ, der unser Essen geklaut hat. Ich kann das erklären. Ich muss los. Oh, das tropische Leben. Geht's noch besser? Warum starrt ihr mich an? Hey, eine Frau darf auch träumen. Als nächste Aufgabe zeichnet ihr eine Muschel. Und ich entspanne mich weiter. Jetzt kann ich glänzen. Los geht's. Ich muss telefonieren. Es klingelt. Hallo? Ich stehe zu Ihren Diensten, Madame. Du musst mir eine schöne Muschel suchen. Ich habe den Umriss der Muschel fertig. Sieht schon gut aus. Nicht so gut wie ich. Ich brauche meine Klebepistole. Wo ist sie? Ich gehe an den Strand. Da ist sie. Ich trage Kleber auf den Umriss auf. Ich muss nur den Linien folgen. Dabei lasse ich mir Zeit. Ich will es nicht versauen. Jetzt muss der Kleber hart werden. Dann kommt mein Pinsel. Mit dem male ich die Muschel aus. Ich nehme verschiedene lila Töne. Das wird toll aussehen. Zur Mitte werden die Farben heller. Das wird meine beste Arbeit. Die andere Seite mache ich auch so. Und die Mitte wird blau. Jetzt schneide ich die aus. Das dauert nicht lange. Und dann geht's weiter. Hier kommt Modellierton hin. Wow, guck dir das an. Echt cool, was ich gemacht habe. Oh, die ist hübsch. Hab sie. Hier gibt's so viele schöne Muscheln. Moment mal. Oh, heiß, 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 heiß. Wasser, ich brauche Wasser. Das hat sich aber gelohnt. Ich habe etwas Besonderes geplant. In diesem Becher ist etwas Sand drin. Jetzt brauche ich Epoxidharz. Das gieße ich über den Sand und dann verrühren. Damit wird es gehen. Der Eisstiel ist perfekt dafür. Das muss gut vermischt sein. So sollte es gehen. Sieht gut aus. Das gieße ich in diese flache Form. Dann kommen die Muscheln drauf. Ich arrangiere sie in einem hübschen Muster. Dann habe ich das Epoxidharz blau eingefärbt. Mit dem bedecke ich die Muscheln. Das kann jetzt aus der Form. Sieht gut aus. Aber es gibt was zu tun. Ich drehe es um und klebe hinten so einen Aufkleber drauf. Meine Arbeit ist getan. Das ist ein kleines Stück vom Meer. Ich sage Olivia Bescheid. Ha? Wer ruft mich an? Du weißt, dass du mich am Strand störst. Hoffe, es ist wichtig. Ihre Muscheln sind fertig. Ich entspanne mich hier gerade prächtig. Dafür bin ich unterbezahlt. Bringen wir es hinter uns, okay. Schauen Sie sich das an. Ich habe eine Auster gemacht. Ist das eine Perle? Ziemlich cool, was? Sehr schön, Miles. Oh, wow. Guck dir das an. Sehr kreativ, Olivia. Ich brauche einen Untersetzer für mein Getränk. Das ist eine leichte Entscheidung. Olivia gewinnt diese Runde. Whoop, whoop. Warte mal, ich habe eine Idee. Olivia, ich habe was für dich. Ein Zeichen meiner Liebe. Was? Für mich? Ich bin nicht so ein Mädchen. Huh, du bist nicht Olivia. Tu mir so, als wäre das nie passiert. Siehst du das? Was macht sie da? Cha-cha-cha. Und Pose einnehmen. Was ist? Wow, geht's dir gut? Eure Aufgabe besteht darin, ein Kleid zu zeichnen. Und es soll elegant werden. Oh, ich wollte schon immer in die Modebranche. Zeit für ein paar Einkäufe. Niemals. Was gibt es sonst noch? Nee, ich verzichte. Warte mal. Das ist es. Ich nehme das. Das ist zu einfach. Wow, sie ist fantastisch. Ah, da ist es. Oh, soll das ein Witz sein? Nimm das weg. Ich will ein anderes Kleid. Das ist viel besser. Mit dem kann ich arbeiten. Nein, das darf nicht wahr sein. Was habe ich getan? Das ist eine Katastrophe. Warte. Ich weiß, was ich mache. Ich reiße das Blatt zurecht. Langsam. Ich will nichts zerstören. Meine eigene Mini-Olivia. Und was jetzt?
Ah, ich hab's. Ich plündere meine Tüte. Ich wusste, dass der Schrott mal nützlich wird. Was haben wir denn hier? Der Teller ist schon mal gut. Ich habe eine tolle Idee. Der kommt hier hin. Und meine Mini-Olivia klebe ich drauf. Aber ohne Falten. Jetzt kommt die Plastiktüte. Die Farbe steht ihr echt gut. Hier kommen Knöpfe ran. Sieht super aus. Ich brauche auch die Serviette. Aus der werden Rüschchen. Wow, du siehst wunderschön aus. Redet er von mir? Hä? Zeig mal her. Das bin ich. Ich muss mich beeilen. Butler! Grün, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Geld. Ich auch. Los geht's. Hey, das ist meiner. Wie unhöflich. Gib den her. Oh, ich wäre gerne reich. Aber ich brauche den dringender. Ich mache aus dem ein Kleid. Ich habe einen teuren Geschmack. Das klebe ich auf diesen Teller. Das muss schön flach sein. Die Münzen kommen hierhin. Die glänzen so schön. Jetzt falte ich diesen Schein und öffne ihn leicht. Der kommt unten aufs Kleid und ich bin fertig. Das ist ein teures Kleid. Schau es dir an. Ist viel besser als dieses Ding. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, meinetwegen. Hey, ihr seid schon fertig? Sieht ein bisschen rustikal aus, Miles. Aber es gefällt mir. Was hast du, Olivia? Ausgezeichnete Arbeit. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich habe sie getroffen. Unentschieden. Gut gemacht. Unentschieden? Was? Komm her, Olivia. Denk nicht mal dran. Ein Versuch war's wert. Naja. Mal sehen. Ja, das gefällt mir. Das will ich. Das ging aber schnell. Das ist so aufregend. Ich will's sehen. Hey, das habe ich nicht bestellt. Soll das ein Scherz sein? Ui, das sieht furchtbar aus. Naja, ich brauche eine neue Handyhülle. Aber die ist schrecklich. Ich hab's. Ihr entwerft mir eine Handyhülle. Könnte schwierig werden. Ich habe eine tolle Idee. Dafür brauche ich meinen Schuh. Olivia, alles klar? Der stinkt voll übel. So schlimm nun auch wieder nicht. Ich habe sie letzte Woche gewaschen. Oh, der riecht wie verfaulter Käse. Ich muss anfangen. Ich brauche einen Stift. Nee, den will ich nicht. Hab ihn. Los geht's. Ich klebe die Handyhülle an meine Schuhsohle. Die muss perfekt sitzen. Ich schneide noch ein Loch für die Kamera aus. Jetzt stecke ich das Handy in die Hülle. Ist total nützlich. Was sagst du dazu? Ups, Moment. Voll peinlich. Aha, so ist's besser. Ich muss telefonieren. Hallo? Ist das ein Klebestift? Den brauche ich nicht. Warte, was ist das? Danach habe ich gesucht. Wo ist die Handyhülle? Da ist sie. Der Modellierton kommt an diese Ecke. Ich brauche noch mehr davon. Den streiche ich glatt. Diese niedlichen Magneten kommen hierhin. Das wird lustig aussehen. Wow, gefällt mir. So schön bunt. Das habe ich toll gemacht. Schau es dir an. Ziemlich cool, was? Zum Abendessen bin ich zu Hause, Mama. Ich muss los. Lasst mich mal sehen. Die gefällt dir, stimmt's? Ist okay, Olivia. Ich weiß, die ist fantastisch. Dein Ernst? Ich liebe diese Schuhe. Schau mal, wir sind Schuhkumpels. Die sind so bequem. Das ist ja so cool. Moment mal. Was ist hier los? Das ist unfair. Ich liebe sie, Miles. Das ist sehr einfach. Miles gewinnt. Du bist ein Visionär. Yes, ich wusste es. Was? Echt jetzt? Unfassbar. Mama, ich habe gewonnen. Ja, wirklich. Wow, das macht Spaß. Ich will's nochmal machen. Los geht's. Wow, guck dir das an. Ist wie Zauberei. Was machst du? Ich will das auch machen. Nein. Aber, na gut. Hör auf damit. Hey, nicht auf meine Haare. Nimm das. Mehr hast du nicht drauf. Stopp. Warte, wo sind wir?
Problem. Hier drüben wird Zeit für eine Kunst-Challenge. Ah, so schöne Blumen. Mutter Natur verwöhnt uns. Guck, ein schöner Schmetterling. Hä? Wo fliegt der hin? Er ist so anmutig. Was wollen wir machen? Ups, wie dumm von mir. Wartet kurz. Ich möchte, dass ihr den Schmetterling zeichnet. Ah, okay, das kann ich. Hm, lass mich nachdenken. Das sollte nicht schwer sein. Los geht's. Ich hole mein Malzeug. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Ich nehme diesen Pinsel. Das wird der schönste Schmetterling aller Zeiten. Wartet's nur ab. Der wird euch umhauen. Ich male eine Seite. Oh, hallo. Wow, das ist fantastisch. Oh nein, mein Bild. Ich hab's ruiniert. Das ist deine Schuld, Schmetterling. Warte mal. Ich denke, ich krieg das hin. Ich spritze Farbe aufs Glas. Die verteile ich dann mit dem Schwamm. Ich mache eine gleichmäßige Schicht. Das Glas soll bedeckt sein. Jetzt brauche ich ein Wattestäbchen. Mit dem zeichne ich einen Schmetterling drauf. Sieht toll aus. Da lege ich ein Blatt drauf und drücke es vorsichtig an. Dann ziehe ich es langsam ab. Wow, das ist perfekt. Sogar besser, als ich dachte. Ich bin ein Genie. Ich habe noch nie so einen Schmetterling gesehen. Wow, den hast du gemacht? Hm, ich muss mich anstrengen. Oh, hier muss doch was Passendes drin sein. Hm, das ist alles nur Müll. Echt enttäuschend. Warte mal, ich hab's. Ich falte diese Buchseite und dann zerschneide ich die. Dabei lasse ich mir Zeit. Daraus sollen Flügel werden. Genau so. Wenn ich das aufklappe, habe ich einen Schmetterling. Aber der ist noch nicht fertig. Ich male den Rand schwarz nach. Dann kann ich den dekorieren. Auf die Flügel male ich ein Muster. Und fertig. Jetzt kommt Farbe dazu. Rosa ist die perfekte Farbe. Für beide Seiten. Jetzt biege ich die Sicherheitsnadel zurecht. Phew, ist ein bisschen schwer. Ich biege das Ende etwas zurück. Genau so. Hier kommt ein Gummi rum. Dann festziehen. Sieht gut aus. Jetzt brauche ich die Büroklammer. Die muss ich aufbiegen. So gerade, wie es geht. Der Gummi kommt hier hin. Dann biege ich die Büroklammer zusammen. Perfekt. Jetzt schiebe ich die durch die Spitze der Sicherheitsnadel und biege die Enden auseinander. Das sind die Fühler. Darauf kommen die Schmetterlingsflügel. Und es wird noch besser. Wenn ich hier drehe und loslasse, fliegt er. Wow, echt cool. Das Beste, was ich je gemacht habe. Was? Wie hast du das gemacht? Fantastisch, stimmt's? Wow, der ist zu mir geflogen. Der muss mich mögen. Hm, Annie gewinnt. Wirklich? Wow. Das ist unfair. Was macht sie da? Hm, saftige Ananas. Die ist so gut. Es gibt nichts Besseres. Oh, ihr seid noch hier? Das ist eure nächste Challenge. Oh, bitte. Das wird zu einfach. Aber ich muss mich entscheiden, was ich nehme. Eine schwere Entscheidung. Ich weiß nicht. Oh, ich glaube, sie will mich ärgern. Ich habe Hunger. Ich hätte gerne was Leckeres zu essen. Hey, ich weiß. Ich habe noch was vom Mittag übrig. Hm, eine leckere Mandarine. Köstlich. Ich freue mich drauf. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Na, ich nehme alles. Oh ja, das ist echt gut. Annie, im Unterricht wird nicht gegessen. Aber sie, die Ananas. Ups, Entschuldigung. Ich werf sie gleich weg. Hm. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich mach was aus der Schale. Ich brauche noch diese Kappe. Die drücke ich in die Schale. So bekomme ich kleine Kreise. Ist wie beim Kekse ausstechen. Weiter geht's. Ich brauche einen Kreis aus Karton. Darauf skizziere ich ein Oval. Jetzt zerreiße ich grünes Papier. Das baut auch Stress ab. Ich brauche kleine Streifen. Die müssten reichen. Jetzt klebe ich die auf den Karton. Und zwar oben aufs Oval. Jetzt zu den Kreisen aus der Schale. Die kommen ins Oval. Ich werde sie so schichten. Immer im Wechsel. So entsteht ein toller Effekt. Das war's. Eine leckere, aussehende Ananas. Hä? Du bist schon fertig? Ich bin echt zufrieden damit. Guck's dir an. Oh, so ist das also, ja? Sie darf nicht gewinnen. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Ich klebe das Tape über den schwarzen Karton. Der obere Teil bleibt frei. Jetzt brauche ich goldene Farbe.
Ich habe eben einen edlen Geschmack. Mit der male ich die freien Fläche aus. Aber nicht alle. Nur eine ovale Form. Dann ziehe ich das Klebeband ab. Jetzt darf nichts kaputt gehen. Wow, das sieht toll aus. Jetzt zur grünen Farbe. Ich muss noch Blätter malen. Die kommen natürlich oben hin. Schaut euch das an. Ihr könnt jetzt applaudieren. Das ist ein Meisterwerk. Gut gemacht, Betty. Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß. Tja, ich bin eben talentiert. Die Lehrerin entscheidet. Interessant. Gewonnen hat ihr beide. Ich habe gewonnen. Juhu. Wir haben gewonnen. Hä? Was ist das? Guck dir diesen Nerd an. Das ist ja lustig. Ich finde, sie braucht ein Makeover. Vielleicht eine Brille? Haha, so stylisch. Stopp! Was machst du da? Ich hab Spaß. Du musst lockerer werden. Nein, ich muss das wegmachen. Ups, ich hab's schlimmer gemacht. Nicht gut. Wow, warum ist mir das nicht eingefallen? Hä? Was ist das für ein Lärm? Ich muss das überprüfen. Haha, unfassbar, dass du das gemacht hast. Sie führen nichts Gutes im Schilde. Ihnen muss eine Lektion erteilt werden. Es ist Zeit für eine Kunst-Challenge. Was zum... Wo sind wir? Ah, du bist auch hier? Find dich damit ab. Wie aufregend! Das ist eure erste Aufgabe. Ich will Kreativität sehen. Ihr dürft beginnen. Das kann ich auf jeden Fall. Gucken Sie mal. Ziemlich gut, stimmt's? Ich hab's geschafft. Hä? Das ist der Grund, warum ihr durchfallt. Ich bin verwirrt. Ihr solltet eine Muschel malen. Oh, klar. Peinlich. Warte, ich weiß was. Na, die Bonbons brauche ich nicht. Ich will nur den Teller. Mit dem wird's gehen. Ich fange besser gleich an. Zuerst falte ich den Teller in der Mitte. Genau so. Ich mache eine Falz. Dann halte ich den fest und male auf den Teller. Ich fange links an und gehe nach rechts. Ich zeichne ein Muster drauf. Das sieht gut aus. Und dann verbinden. Jetzt schneide ich die aus. Ich muss nur der Linie folgen. Ganz langsam. Ich will keinen Fehler machen. Die Schnipsel können weg. Jetzt klappe ich die auf. Und lege sie flach auf den Tisch. Dann male ich sie an. Ich nehme ein helles Rosa. Das sieht niedlich aus. Wenn die Farbe trocken ist, kommen die Details drauf. Ich male um den Rand herum. Das ist perfekt. Jetzt brauche ich einen Stift. Ich ziehe Linien vom Rand zur Mitte. Genau so. Das mache ich oben und unten an der Muschel. Es soll symmetrisch werden. Sieht gut aus. Jetzt drehe ich sie um. Ich habe noch eine Sache zu tun. Jede Muschel braucht eine Perle. Das war's. Der Lehrerin wird's gefallen. Schauen Sie sich die an. Innen gibt's eine hübsche Überraschung. Wow, ich bin beeindruckt. Aber das kann ich toppen. Aha, ich weiß. Mein Butler hat heute diese Muscheln gesammelt. Aber was jetzt? Ist schwieriger, als ich dachte. Herr Butler, du musst aus denen was machen. Es soll hübsch aussehen. Ich meine spektakulär. Sie können sich auf mich verlassen. Hey, wir können Hilfe holen? Das dürfte nicht lange dauern. Oh, für sowas bin ich unterbezahlt. Ich brauche diesen Goldteller. In die Mitte kommt Kleber. Den verteile ich jetzt. Der muss komplett bestrichen sein. Das ist eigentlich ganz entspannend. Okay, jetzt kommen Steine auf den Teller. Ich habe die stundenlang gesucht. 5 Jahre Butlerschule für nichts. Naja, egal. Ich ordne die Steine am Rand an und lasse die Mitte frei. Die male ich jetzt blau an. Das soll wie das Meer aussehen. Jetzt brauche ich weiße Farbe. Die topfe ich auf den Rand der Steine. Das ist die Gischt der Wellen. Jetzt kommen die Muscheln dazu. Läuft ganz gut. Wird Zeit für die Klebepistole. Ich träufle den Kleber über die Farbe. Damit erzeuge ich einen Wassereffekt. Diese Muscheln kommen hierhin. Und dann wieder Kleber. Ich brauche eine Menge Kleber. Die Muscheln sollen komplett gefüllt sein. Der Kleber läuft dann über die Kante nach unten. Wie beim Wasserfall. Hier an den Rand kommt noch Seemoos hin. Ich denke, das reicht jetzt. Sieht fantastisch aus. Ich entspanne nur durchs Anschauen. Einen Moment der Ruhe habe ich mir verdient. Butler zu sein ist echt anstrengend. Madame, Ihre Muscheln. Wow, das sieht gut aus. Das hast du toll gemacht. Schauen Sie mal, das wird Ihnen gefallen. Wunderschön, stimmt's? Mein Butler? Ich meine, ich habe das selbst gemacht. Wow, aber meine Muschel ist besser, stimmt's? Wow, nimmst du mich auf den Arm? Das ist wunderbar. Lexi gewinnt. Was? Aber sie hat geschummelt. Nein, nein, ich bin die Beste. Okay, mir egal. Ich frag mich, was jetzt kommt. Frag dich nicht länger. Malt ein Kätzchen.
Oh, die ist ja süß. Jemand fehlt. Hä? Ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung, wo sie ist. Du kannst aber schon mal anfangen. Alles klar. Das wird ein Spaß. Diesmal nehme ich Farbe. Ich fange mit den Katzenohren an. Aber ich male nur den oberen Teil des Kopfes. Denn jetzt ziehe ich die Farbe nach unten. Und ich habe die Form einer Katze. Ich mache noch eine. Aber in einer anderen Farbe. Und los. Wow, sieht toll aus. Ich bin zufrieden. Die Farbe muss trocknen. Dann kommen die Details. Erst das Gesicht. Dafür nehme ich einen weißen Stift. Das gibt einen schönen Kontrast. Und weiter geht's. Für die Nase nehme ich einen schwarzen Stift. Und auch für die Augen. Die Ohren male ich auch aus. Wow, das sieht echt gut aus. Besser als ich dachte. Lexi? Oh. La, 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 la. Hä? Wir sind noch bei der Challenge? Das glaube ich jetzt nicht. Also, was habe ich verpasst? Wir sollten Kätzchen malen. Huh? Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche wieder meinen Goldteller und eine Menge schwarze Farbe. In die tauche ich meinen Duschschwamm. Jetzt wird's kreativ. Ich drücke den Schwamm aufs Blatt. Das sieht chaotisch aus, aber ich weiß, was ich mache. Ich habe ein Dreieck aus dem Schwamm geschnitten. Mit dem mache ich die Ohren. Langsam nimmt's Gestalt an. Jetzt male ich den Schwanz. Das wird eine süße Katze. Hm, die braucht noch Augen. Die mache ich aus Karton. Genau wie die Nase und den Mund. Hier noch zwei Punkte. Und ich bin fertig. Applaus bitte. Ist okay, aber meins ist besser. Mehr hast du nicht drauf. Oh, ihr seid fertig. Endlich. Das dürfte eine leichte Entscheidung sein. Hm, Lexi gewinnt. Das wusste ich. Ernsthaft? Ich dachte, meins ist besser. Gut gemacht, schätze ich. Zeit für die nächste Challenge. Die wird gut. Das ist das Meer. Schaut euch diese Wellen an. Lasst euch von ihnen inspirieren. Ha, das wird einfach. Ich habe alles, was ich brauche, hier unten. Guck's dir an. Ach, sie ist so gut vorbereitet. Und ich habe nur das. Ist nicht so schick wie ihr Zeug. Oh, wie schade. Also, was willst du machen? Pass auf. Ich fange mit Gelb an. Ich habe Wale gezeichnet. Da spritze ich Farbe drauf. Ich nehme verschiedene Gelbtöne und ein bisschen Weiß. Um den Rand trage ich Blau auf. Das wird die Umrandung. Jetzt zum größeren Wal. Ich tupfe die Farbe drauf. Aber diesmal nehme ich hauptsächlich Blau. Jetzt drücke ich viel Blau auf die Wale. Ich brauche eine Menge Farbe. Aber ich muss innerhalb der Linien bleiben. Dann wechsle ich zu Weiß. Ich wiederhole den Vorgang. Das war die letzte. Jetzt mische ich die. Dafür nehme ich den Holzspieß. Mit dem fahre ich durch die Farbe. So entstehen Wirbel. Dann ziehe ich die Farbe nach unten. Das ist der lustigste Teil. Guck dir das an. Ich habe ja gesagt, das wird fantastisch. Sieht schön aus. Das ist meine beste Arbeit. Ich bin fertig. Das wird dir gefallen. Ich weiß. Das ist wunderbar. Niemand kann das schlagen. Viel Glück. Aha, ich habe eine Idee. Los geht's. Zuerst zeichne ich eine Spirale aufs Blatt. Dann wechsle ich die Farbe und erweitere die Spirale. Wenn sie größer wird, wechsle ich die Farbe. Das sieht gut aus. Das gleiche mache ich nochmal. Ich werde drei machen. Dann tauche ich den Pinsel ins Wasser und male über die Spiralen, damit die Farben verlaufen. Genau so. Wenn das trocken ist, nehme ich einen schwarzen Stift und mache die Umrandungen. Ich male noch einige Details in die Mitte. Und hier kommen dünne Linien hin. Das mache ich auch bei den anderen. Sieht aus wie ein Quallenschwarm. Wow, so lebendig. Was sagst du dazu? Wow, das ist toll. Ja, finde ich auch. Hey, wir sind fertig. Hm, Julie gewinnt diese Runde. Was? Woo, juhu! Wow, ich liebe Magie. Die ist total echt. Ich verwandle meine schicke Assistentin in eine Meerjungfrau. Worauf wartet ihr noch? Das wird euch umhauen. Die Show ist fantastisch. Was zum... Wow! Er hat's tatsächlich geschafft. Sie ist wirklich eine Meerjungfrau. Tada! Ich weiß, ich bin fantastisch. Wer möchte noch eine Meerjungfrau werden? Ich! Hey, hier drüben! Alles klar. Wow! Wie hat er das gemacht? Wow! Er ist so gut. Wir sehen super aus. Ich habe meinen Hund zum Unterricht mitgebracht. Oh, das ist ja süß. Was? Wo will er hin? Schätze, er will Gassi gehen. Rover, komm zurück. Und was jetzt? Hm, keine Ahnung. Warte mal, guck dir das an. Wir könnten den Hund malen. Oh, gute Idee. Und ich weiß auch schon wie. Ich brauche eine Tube Farbe. Die spritze ich aufs Blatt.
Das müsste genug Gelb sein. Jetzt kommt noch Orange dazu. Ich spritze die neben das Gelb. Dann kommt Rot. Das wird schön bunt. Ich kann das Ergebnis kaum erwarten. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche mehr Farbe. Noch ein Spritzer. Und dann reicht's. Jetzt breite ich die aus. Es werden alle Farben vermischt. Wow, guck dir das an. Sieht toll aus. Gefällt mir, aber ich bin noch nicht fertig. Ich brauche einen Rahmen. Da kommt etwas ganz Besonderes rein. Ich habe den Hund aufs Glas gemalt. Das kommt jetzt in den Rahmen. Und dann der farbenfrohe Hintergrund. Ich befestige den Rahmen. Da soll ja nichts rausfallen. Jetzt zur Enthüllung. Echt gut, stimmt's? Aber es kommt noch mehr. Ich nehme einen blauen Stift und male direkt aufs Glas. Ich fange mit den Ohren an. Ich male einzelne Abschnitte aus. Aber die werden alle unterschiedlich. Das soll auffallen. Er bekommt auch Barthaare. Und fertig. Ist besser geworden als erwartet. Okay, ich bin dran. Ich weiß auch, was zu tun ist. Ich nehme schwarze Farbe. Die tupfe ich leicht aufs Blatt. Ich mache eine grobe Umrandung. Genau, was ich wollte. Jetzt male ich das aus. Ich nehme verschiedene Farben, die ich mit Wasser verdünnt habe. Ich möchte, dass sie verläuft. Und ich wechsle die Farben. Das macht den Unterschied. Ich denke, das war's. Genau, wie ich's wollte. Guck dir das an. Gefällt's dir? Wow, du hast das gemacht? Damit habe ich nicht gerechnet. Ist das ein Kompliment? Hä? Ich musste Rover ewig hinterherlaufen. Hä? Ihr habt Rover gemalt? Ja, das haben wir. Hoffe, es gefällt Ihnen. Das habt ihr gut gemacht. Ihr beide gewinnt. Wir beide? Einverstanden. Schlag ein. Das hat Spaß gemacht. Schau auf die Uhr. Wo ist Julie? Keine Ahnung. Das ist seltsam. Hey, sorry für die Verspätung. Aber wenn man muss, dann muss man. Oh, Julie, das ist ekelhaft. Tun wir so, als hätten wir das nicht gesehen. Voll peinlich. Machen wir weiter mit der Kunst-Challenge. Das ist eure nächste Aufgabe. Diese schönen Blumen. Wow. Ihr dürft beginnen. Butler, ich brauche deinen Schuh. Hey, beweg dich. Bitte sehr, Madame. Ach, du hast keinen Stil. Ich brauche nur den Schnürsenkel. Du kannst jetzt gehen. Los geht's. Ich spritze Farbe in die Schüssel, aber verschiedene Farben. Dann kommt Wasser dazu und dann der Schnürsenkel. Den drücke ich in die Farbe. Deshalb trage ich auch Handschuhe. Der Senkel kommt jetzt auf die Leinwand. Ich mache Schleifen. Genauso. Dann lege ich Karton drauf. Den drücke ich runter und ziehe den Schnürsenkel raus. Schauen wir mal. Wow, gucken Sie mal. Das sind wunderschöne Blumen. Schau dir die an. Total schön. Du bist dran, Julie. Ahem, igitt. Ein Fisch? Schon gut. Ich hätte auch gerne einen Butler. Warte mal. Vielleicht hilft mir das Klopapier. Los geht's. Ich reiße es in Stücke und lege sie in die Schüssel mit Wasser. Die sollen einweichen. Dann kommt Kleber dazu. Ich brauche eine Menge. Das müsste reichen. Und jetzt zur Farbe. Mit der Pinzette mische ich alles. Das Klopapier soll alles aufsaugen. So muss das aussehen. Mit der Pinzette nehme ich das auf und drücke es auf die Leinwand. Ich werde es gleich formen. Dabei lasse ich mir Zeit. Es soll ja gut werden. Das ist ein heikler Prozess. Wird sich aber lohnen. Ich habe eine Blume geformt. Jetzt zum Stiel. Ich mache auch ein paar Blätter dran. Nach dem Trocknen ist sie hart. Das ist eine wunderschöne Rose. Schauen Sie mal. Wessen Kunst ist schöner? Interessant. Sehr kreativ. Und die Gewinnerin ist Julie. Im Ernst? Das ist fantastisch. Das hätte ich sein sollen. Willkommen zum Kunstkurs. Werden wir kreativ. Schau dir diese Pinsel an. Oh, so cool. Die sind super exklusiv. Und ich habe nur dieses Teil. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schneide die Spitze von Max' Zopf ab. Sie wird's nie erfahren. Die stecke ich einfach auf den Pinselstiel. Sieht gut aus. Und jetzt malen wir. Hä? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, hör auf damit. Ich werde euch etwas zeigen. Ich drücke diese Stiftspitzen zusammen und die Tinte vermischt sich. Das reicht schon. Wo war ich? Ach ja, es wird Zeit für eine Kunst-Challenge. Ziemlich cool, was? Los geht's. Was ist gerade passiert? Hab mir schon gedacht, dass die Landung holprig wird. Das ist ein saftiger Popel. Hä? Was war das? War das ein Elefant?
Das bringt mich auf eine Idee. Das ist eure erste Challenge. Echt jetzt? Okay, ich kann das. Ich muss nur nachdenken. Oh, ich weiß. Gib das her, Nerd. Lass los. Zwing mich nicht, dich zu beißen. Der war ganz schön stark für einen Nerd. Genau das brauche ich. Los geht's. Es gibt so viele Zahlen zur Auswahl. Hab's. Das wird ziemlich einfach. Ich nehme Nummer 5. Ich verteile sie so auf dem Blatt. Dann verbinde ich sie. Das wird der Elefantenrüssel. Jetzt kommen die Beine. So weit, so gut. Er nimmt langsam Gestalt an. Als nächstes kommt der Körper. Ich verpasse ihm einen süßen Schwanz. Jetzt noch die Feinheiten. Er braucht auch ein Auge. Dieser Elefant war bei der Pediküre. Ich bin fast fertig. Das sollte reichen. Ganz schön schwer. Wow, sie ist schon fertig? Oh, ich habe meinen Bleistift abgenagt. Aber ich habe noch einen. Oh, und was mache ich jetzt? Zeit zum Fliegen. Ich hole mir etwas Sand. Jetzt weg hier. Vampire stehen nicht so auf Sonne. Aber ich habe, was ich brauche. Das wird fantastisch aussehen. Ich zeichne mit meinem Finger die Umrisse eines Elefanten. Er braucht schon Stifte. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Das ist echt einfach. Meine Arbeit ist getan. Hey, schöner Elefant. Hast du gut gemacht. Oh, die Lehrerin. Mac gewinnt diese Runde. Wuhu, gewonnen. Das ist doch ein Witz. Das ganze Rumgefliege für nichts. Was kommt als nächstes? Hey, ich weiß, was dran kommt. Zeichnet mir einen Fisch. Worauf wartet ihr? Wie fange ich an? Mit dem geht's nicht. Was habe ich hier sonst noch? Was ist mit dem Bleistift passiert? Ich muss den anspitzen. Meine Reißzähne erledigen das. Hey, was soll denn das? Schon besser. Der ist schön spitz. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Zuerst zeichne ich eine Tränenform. Hier kommt gleich der Schwanz. Ich mache lange Striche und verbinde sie so. Jetzt zu den Flossen. Dann das Maul. Der sieht toll aus. Dank der Schattierung wirkt er lebendig. Jetzt mache ich mit seinem Körper weiter. Ich halte den aber einfach. Ein Fisch braucht aber auch Schuppen. Die verteile ich auf seinem Körper. Lass mich mal sehen. Sie ist genial. Aber ich glaube, ich kann das übertreffen. Ich brauche nur eine Tüte Mehl. Aber nicht meiner Mutter verraten. Sie wollte eigentlich Kuchen backen. Zuerst schreibe ich eine 3 ins Mehl. Dann noch welche in verschiedenen Größen. Jetzt verbinde ich sie. Sieht einfach aus, aber das wird ein ziemlich cooler Fisch. Okay, ich denke, ich bin fertig. Das ist eine Zeichnung. Zeigt mir eure Fische. Ich glaube, der gefällt Ihnen. Mac gewinnt wieder. Bravo, gut gemacht. Ich werde nie ein Künstler sein. Toll. Genau das habe ich gebraucht. Hey, dieser Umhang ist teuer. Passt doch auf. Hä? Schon morgen? Ich hasse diesen Wecker. Was ist hier los? Das gefällt mir nicht. Was ist hier los? Hey! Heisi! Was wird's dieses Mal? Hä? Was war das? Ich dachte, ich sah ein Panda. Hab ihn! Begrüßt euer nächstes Modell. Jetzt werde ich glänzen. Ich bin eine krasse Panda-Zeichenmaschine. Ich brauche nur meinen Stift und einen Teller. Oh, ein Lineal. Das klaue ich mir. Joik! Jetzt müsste ich alles haben. Ich lege den Teller aufs Blatt und zeichne drumrum. So bekomme ich den perfekten Kreis. Ich brauche kein schickes Equipment. Okay, was jetzt? Ah, ich brauche das Lineal. Ich ziehe Linien durch den Kreis. Ich mache das bis ganz nach unten. Dann kommen kleine vertikale Linien dazu. Ich verteile sie in gleichmäßigen Abständen. Sieht aus wie eine Mauer. Jetzt kommen noch einige Details. Ich male die Ecken oben und unten mit kleinen Farbtupfern aus. Genau so. Jetzt brauche ich einen kleinen Becher. Mit dem zeichne ich einen Halbkreis. Das wird mein Panda. Der bekommt ein fröhliches Gesicht. Guck dir sein Lächeln an. Jetzt zu den Pfoten. Was fehlt noch? Ah, die Ohren. Das erste und das zweite. Ich glaube, mein Panda hat Hunger. Also bekommt er einen Snack. Pandas lieben Bambus.
Deswegen bekommt er einen Bambusbaum. Und jetzt brauche ich Grün. Ich male die Pflanze nach. Und den Baum. Ich verpasse meinem Panda noch rosige Wangen. Wow, der ist fantastisch. Gefällt er dir? Der ist toll. Da kann ich nicht mithalten. Mein Blatt ist zerknittert. Vielleicht hilft mir das. Ich falte das Blatt. Dann male ich eine Kiste aufs Blatt. Ich zeichne die über den Falz. Weiter mit der anderen Seite. Das ist der Deckel der Kiste. In die Mitte kommen zwei vertikale Linien. Jetzt kommt die Schleife. Die muss gut aussehen. Und jetzt zur Farbe. Das wird eine schöne Überraschung. Ich male auch das Band aus. Die Kiste wird rot. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Jetzt klappe ich das Blatt auf, denn es wird Zeit, den Panda zu malen. Ich zeichne drei Kreise. Das wird eine Panda-Gruppe. Für die Ohren nehme ich schwarz. Und dann die Augen. Das mache ich auch mit den anderen Kreisen. Jetzt zu ihren Körpern. Ich male die schwarz aus. Sie sehen niedlich aus. Oben kommen noch ein paar Herzen hin. Die werden rot, selbstverständlich. Und das war's. Ich bin fertig. Guck dir das mal an. Was sagen Sie dazu? Ich habe hart daran gearbeitet. Bitte wählen Sie mich. Brian gewinnt diese Runde. Hast du das gehört? Meine Mutter wird stolz sein. Ich bin startklar. Psst, ich will zuhören. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Schmetterling. Was ist da los? Ich hoffe, der hat euch inspiriert. Das ist eure nächste Challenge. Wo kommt das denn her? Weg da, ich hab's zuerst gesehen. Die nehme ich auch. Du kannst den Korb haben. Ich habe eine Idee. Ich falte das Blatt in der Hälfte. Ja, so wird's gehen. Das wird großartig. Was soll ich denn damit machen? Das ist mein Schmetterling. Ist aber noch nicht fertig. Ich lege den auf ein schwarzes Blatt. Jetzt brauche ich Buntstifte. Ich male um den Schmetterling herum. Das mache ich bis zum Rand. Und ich wechsle die Farben. So wird das Blatt in Abschnitte geteilt. Das macht Spaß. Der wird schön bunt. Ich bin gleich fertig. Ich kann das Endergebnis kaum erwarten. Das könnte meine beste Arbeit werden. Das ist der letzte Abschnitt. Und fertig. Jetzt kommt der Schmetterling runter. Flieg weg. Du warst mir eine große Hilfe. Guck, wie er fliegt. Wow, das ist voll cool. Und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Was ist das? Ich denke mir nach und nach was aus. Ich breche ein Stück ab und verteile sie. Ich hoffe, das klappt. Ich habe den Umriss eines Schmetterlings gemalt. Jetzt streiche ich den mit Farbe ein. Ich fange mit dem dunklen Blau an. Dann wechsle ich zum helleren Blau. Ich baue Schichten auf. Jede Schicht bekommt einen anderen Farbton. Aber keine Eile. Ein Ausrutscher und alles wäre ruiniert. Es geht gut voran. Ich färbe den Körper ein und mache mit dem anderen Flügel weiter. Ich probiere bei dem was anderes aus. Mit dem Spachtel mache ich ein Muster. Die Farben gefallen mir. Okay, ich bin fertig. Ich habe versucht, kreativ zu werden. Hoffe, Sie berücksichtigen das. Schauen Sie sich den an. Ausgezeichnete Arbeit. Aber Brian gewinnt. Oh yeah. Das ist ungerecht. Verschwinde, Schmetterling. Guck dir das an. Das Bild zeigt das Wesen der Orange echt gut. Hä? Was macht die denn hier? Das ist ja richtig elegante Kunst. Wow, guck dir das an. Das ist fantastisch. Und teuer. Ich muss das anfassen. Was zum... Hier gibt es einen Alarm? Warum hast du das gemacht? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich weiß. Hör auf damit. Deine Hände sind schmutzig. Was? Was hast du getan? Das ist ekelhaft. Ich muss kotzen. Oh. Jetzt ganz natürlich verhalten. Okay. Wer hat das Gemälde angefasst? Was für ein Monster macht sowas? Ich will ja nicht sagen, aber sie war's. Sie? Schau dir ihre Hände an. Okay, mehr Beweise brauche ich nicht. Du bist verhaftet. Nein, das war ich nicht. Das sagen sie alle. Sie war das. Ihre Hände verraten sie. Hä? Zeig mir deine Hände. Also, das ist eine lustige Geschichte. Ich hab dich und deine schokobeschmierten Hände. Du kommst auch ins Gefängnis. Das darf nicht wahr sein. Hä? Was ist los? Wo sind wir? Normalerweise verbringe ich meine Wochenenden auf der Yacht. Danke. Ich habe echt Hunger. Sie erwarten, dass du das isst? Das sieht eklig aus. Aha, das ist eher mein Ding. Sieht gut aus. Der Koch hat seine Magie wirken lassen. Sieht köstlich aus. Und ich habe diesen Matsch.
Und wie scheint mit zusätzlichen Klumpen? Oh, ist das aus Pappe oder was? Wie kann das fair sein? Lass uns essen. Muss ich wirklich? Na gut, ich koste mal. Igitt, das ist kalt. Das schmeckt schrecklich. Ich freue mich auf meins. Der Fisch ist frisch gefangen. Mh, der wird lecker. Wow, perfekt gegart. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der zergeht in meinem Mund. Ich glaube, du machst das absichtlich. Mache ich. Prost. Hey, der Knast ist gar nicht so übel. Alles, was ich habe, ist Wasser. Das wird wenigstens genießbar sein. Nee, ich lag falsch. Das ist das mieseste Essen aller Zeiten. Ups, ich habe den Becher umgestoßen. Tut mir leid. Was hast du getan? Guck dir das an. Alles nass. Sorry, das war ein Unfall. Oh, du hast alles ruiniert. Ich bin echt sauer. Ich wisch das lieber auf. Normalerweise macht das mein Butler. Unglaublich, dass ich das mache. Das Leben kann echt grausam sein. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe ein Wasserbild gemalt. Jetzt kommt Farbe dazu. Ich tauche den Pinsel einfach ins Wasser. Dann vorsichtig verteilen. Der Effekt wird toll aussehen. Das mache ich auch oben auf dem Blatt. Diesmal nehme ich Blau. Eine lustige Art zu malen. Hm, so geht's. Dann trocknen lassen. Jetzt male ich da drüber. Ist nicht mehr viel. Hey, guck dir das an. Ziemlich gut, was? Wow, du bist eine Künstlerin. Hm, ich frag mich, ob ich sowas hinkriege. Aber was soll ich malen? Warte mal. Das ist es. Ich weiß, was ich mache. Ich male erst kleine Punkte aufs Papier. Dann feuchte ich den Pinsel an und verteile die Farbe. Wow, guck dir diese Farben an. Echt hübsch. Ich mache zuerst die Konturen, dann die Mitte ausfüllen. Das nimmt schon Form an. Ich gehe nochmal mit Farbe drüber. Das soll herausstechen. Dann kommt noch mehr Farbe. Als nächstes male ich die Blätter. Die sind einfach. Ich mache einfach grüne Striche drumherum. Und das war's. Was für eine schöne Blume. Die musst du sehen. Wie findest du die? Wow, gefällt mir. Die verschönert unsere Zelle. Wie in einer Kunstgalerie. Wow, dieser Popel steckt echt fest. Knast ist langweilig, oder? Und die Outfits sind sowas von letzter Saison. Na, guck dir nur diese Schuhe an. Die passen nicht zum Overall. Mein Handy. Ich muss telefonieren. Liebling, schön von dir zu hören. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst auf mich zählen. Oh, wow, das war schnell. Komm rein. Ugh, haben die schon mal von Interieurdesign gehört? Du bist der Beste. Mal sehen, was wir hier haben. Wow, sie sind fantastisch. Ich bin so glücklich. Worauf warte ich? Ich muss die anprobieren. Ah, schon besser. Koordination ist alles. Du bist genial. Ich weiß, so bin ich. Vermiss dich, Schatz. Sie hat so ein Glück. Sie bekommt ein romantisches Wiedersehen. Und ich hab nichts. Ich vermisse meinen Chris. Guck dir mal sein albernes Gesicht an. Was er wohl gerade macht. Bald sind wir wieder zusammen. Aber ich kann nicht so lange warten. Das ist echt schlimm. Toll. Jetzt weine ich. Oh. Guck dir das an. Meine Träne hat ein Herz gemacht. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche zwei Bleistifte und Klebeband. Das wickle ich um die Stifte, damit sie zusammenbleiben. Ich male um die Träne herum. Dann zeichne ich ein Strichmännchen. Jetzt brauche ich einen schwarzen Filzstift. Ich zeichne einfach die Linie nach. Ich fange mit dem Strichmännchen an. Dann male ich das Herz nach. Jetzt zum dünneren Stift. Mit dem ziehe ich die anderen Linien nach. Genau so. Als nächstes der Bleistift. Mit dem erzeuge ich Schatten. Ich fülle den Raum zwischen den Linien und mit dem Finger verschmiere ich es. Das mache ich auch beim Strichmännchen, aber nur eine leichte Schattierung. Ich lasse einige Stellen frei. Das wird die Lichtspiegelung. Am Ende wird's toll aussehen. Dann reibe ich mit meinem Finger drüber. Jetzt geht's unter der Zeichnung weiter. Hier kommt mehr Schatten hin. Ich glaube, das war's. Guck dir das mal an. Das kommt von Herzen. Du hast das gezeichnet? Hm, ich muss mir was einfallen lassen. Ich kann den Deckel nehmen. Hier kommt ein Loch rein. Ich sprühe schwarze Farbe auf das Blatt und lege den Deckel drauf. Jetzt sprühe ich schwarzen und silbernen Lack drauf. Der Deckel ist meine Schablone. Was sagst du dazu? Wow, sieht wie der Mond aus. Haben wir gut gemacht. Die sehen eitastisch aus. Ha, ich sollte Komikerin werden. Ha, ist da jemand an der Tür? Ich muss nachsehen.
Endlich ist sie weg. Jetzt wird's lustig. Das wird super. Ich habe an meinen Skills gearbeitet. Wow, die sehen echt realistisch aus. Manchmal überrasche ich mich selbst. Jetzt zum alten Wechseltrick. Ich lege die echten neben die Zeichnung. Hey Luna, willst du mal probieren? Klar. Ich probiere die mal. Hey, das ist nur ein Bild. Reingelegt. Das sind die echten Eier und die gehören mir. Lecker. Das ist unfair. Was für ein charmanter Lieferant. Warte mal. Wo sind meine Eier? Da stehen die Eierdiebe. Oh oh, erwischt. Mir bleibt nur eins übrig. Oma, nein. Was ist gerade passiert? Ist Oma eine Hexe? Also, ihr malt gerne was? Dann kommt jetzt eure Kunst-Challenge. Soll das ein Witz sein? Tja, Oma ist endlich verrückt geworden. Ha? Aha! So ist es besser. Haha, wartet kurz. Gebt mir eine Sekunde. Können wir das beschleunigen? Oh, jetzt kann ich sprechen. Es wird Zeit für die erste Challenge. Zeichnet einen niedlichen Teddy. Wirklich? Wow, ist doch voll lahm. Das wird einfach. Guck ihn dir an. Ein bezaubernder Teddybär. Warte, der ist nicht gut. Dieser Bär wandert in den Müll. Versucht mir's nochmal. Das ist gar nicht so übel. Sieht nicht besonders süß aus. Den kann ich Oma nicht geben. Sie wird sich erschrecken. Was mache ich jetzt? Ist schwieriger, als ich dachte. Warte mal, ich hab's. Ich nutze meinen magischen Knopf. Hoffe, das klappt. Bitte, bitte, bitte. Wow, guck dir den an. Ein mystischer Stift. Der ist wunderbar. Guck dir all die Farben an. Und los geht's. Ich zeichne kleine Spiralen. Genauso. Und die werden mehrfarbig. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Die Arme sind fertig. Jetzt kommt der Rest des Körpers. Warte, bis Oma den sieht. Sie wird überrascht sein. Aber der muss perfekt werden. Der sieht schön flauschig aus. Jetzt kommt das Gesicht. Mit einem breiten Lächeln. Das ist ein glücklicher Bär. Und er hält ein Herz. Besser geht's nicht. Jetzt male ich das Herz aus. Das macht mich glücklich. Ich hätte auch gerne so einen Teddy. Oma, ich bin fertig. Hä? Was war das? Annie, hör auf damit. Ich muss mich konzentrieren. Die Blätter schneiden sich nicht von selbst. Wir sollten eigentlich zeichnen. Was machst du da? Das willst du gerne wissen, was? Ist ein Geheimnis. Genau, was ich brauche. Jetzt kann ich loslegen. Ich brauche Kleber. Den klebe ich aufs Blatt. Da kommt noch ein Kreis drauf. Das ist ein Auge meines Bären. Aber er braucht noch eins. Das kommt hier hin. So weit, so gut. Das wird sein Mund. Da muss noch Kleber drauf. Jetzt klebe ich Zähne an. Messerscharfe Zähne. Das ist lustig. Das ist kein gewöhnlicher Bär. Er bekommt pinke Hörner. Wow, guck dir das an. Ein Meisterwerk. Picasso wäre stolz. Warte, da fehlt noch was. Ich werd's einrahmen. Jetzt kann es in einer Galerie hängen. Ich bin fertig. Hä? Das ist dein Bär? Was? Oh, ihr seid fertig. Lasst mal sehen. Ah, sie sind anders. Schätze, ihr habt beide gewonnen. Gut gemacht. Soll das ein Scherz sein? Ich find's gut. Ein paar Schattierungen hier, ein Schatten da. Sie weiß, dass wir hier sind, oder? Ich glaub nicht. Ich denke, es ist fertig. Hier ist die nächste Challenge. Ein glamouröses Kleid. Hm? Wo sind denn die Blätter? Was wollt ihr? Oh, stimmt. Ich mach schon. Hier habt ihr. Was? Nein. Wie hat sie das gemacht? Mehr bekomme ich nicht? Ich hab so viele Ideen. Aber zuerst trinke ich meine Limo aus. Oh, ich hab zu viel getrunken. Ich muss aufs Klo. Das ist ein Notfall. Oh, na gut. Aber beeil dich. Danke, Oma. Wo will sie hin? Doch egal. Was soll ich machen? Warte mal. Vielleicht habe ich hier was drin. Oh, ich muss die mal ausmisten. Ist das eine Wanze? Die ist ja süß. Gucci-Gu. Du kannst mein neues Haustier sein. Oh, das war gut. Ekliges Ungeziefer. Hey, sein Name ist Frank. Er ist sehr sensibel wegen seines Aussehens. Da
Das ist so ekelhaft. Sei nicht so gemein. Ist das Klopapier? Ist das die neueste Mode? Oh, wie peinlich. Hör auf zu lachen. Das passiert jeden Mal. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich werde das nehmen. Ja, das könnte klappen. Ich versuch's. Zuerst falte ich das Klopapier. Genauso. Jetzt brauche ich den Klebestift. Ich reibe den über die Taille des Models. Jetzt klebe ich das Klopapier an. Ich mache Falten rein. Einmal die Taille entlang. Das sieht toll aus. Aber es geht noch besser. Ich schneide Kreise aus dem Klopapier aus. Noch sehen die nach nichts aus, aber gleich nicht mehr. Ich brauche nur diesen Bleistift. Ich platziere den Radiergummi auf dem Kreis. Schön mittig. Und dann drehe ich ihn. Damit reibe ich am Klebestift. Und dann klebe ich das aufs Kleid. Die sehen aus wie Rosen. Eine stecke ich dem Model ins Haar. Das sieht schick aus. Sie gehört auf den Laufsteg. Und noch etwas Glanz dazu. Perlen kann man nie genug haben. Wow, das ist so stylisch. Ich muss das Oma zeigen. Hoffe, es gefällt ihr. Wow, beeindruckend. Wie kann ich das schlagen? Ah, ich weiß. Frank wird mir helfen. Keine Bange, der ist nicht echt. Der kommt hier hin. Dann noch seine Kumpels. Das wird eine ganz neue Art von Kleid. Aber trotzdem modeschick. Wow, gefällt mir. Mutter Natur wäre stolz auf mich. Also, ich würde das tragen. Hey, Oma. Guck dir das an. Was zum... Ii. Das ist ein echtes Kleid. Wow, ihr seid beide sehr talentiert. Annis Kleid ist interessant. Sind das Wanzen? Oh je. Okay, jetzt zu Lunas. So schick. Das ist wunderschön. Luna ist die Gewinnerin. Was? Juhu. Ernsthaft? Nene. Mir ist so langweilig. Machst du Witze? Es ist Snacktime. Machen wir es interessanter. Alihop, im Anflug. Hab's. Ich weiß, ziemlich beeindruckend. Kannst du das auch? Ich bitte dich, das kann ich sogar mit geschlossenen Augen. Zieh's dir rein. Das ist beeindruckend. Oh, mein Auge. Was hast du eben gesagt? Üb mal schön weiter, irgendwann klappt's. Malt jetzt bitte einen Regenbogen. Und der sollte gut werden. Ich liebe Regenbögen. Ich habe gar keine Farben. Und wer lacht jetzt? Ich will gleich loslegen. Die haben sowas Magisches an sich. Was machst du da? Voll der Nerd. Annie, worauf wartest du noch? Fang an. Wenn ich muss. Aber ich mag nur schwarz. Bringen wir es hinter uns. Sie will einen Regenbogen? Dann bekommt sie einen. Das wird der beste Regenbogen aller Zeiten. Bin fertig. Hoffe, ich konnte seine Schönheit zum Ausdruck bringen. Gefällt er Ihnen? Oh, wir haben einen kleinen Van Gogh in der Klasse. Wie läuft's bei dir, Annie? Tada! Schon gut, du musst nicht applaudieren. Du hast schon mal einen Regenbogen gesehen, oder? Oh, dieser Unterricht ist so dumm. Und das halte ich von Ihrem Regenbogen. Moment mal, gib mir die Stifte. Ich ordne sie nach den Regenbogenfarben an. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich klebe die Stifte einfach zusammen. Muss noch warten, bis der Kleber hart ist. Und jetzt kann's losgehen. Ich male mit den Stiften einfach übers Blatt. Und schon habe ich einen Regenbogen. Der sieht sogar gut aus. Die Farben vermischen sich. So einfach kann Malen sein. Okay, das war's. Aber fertig bin ich noch nicht. Ich habe mit Schwarz einen Regenbogen auf die Plastikhülle gemalt. Kein Regenbogen, ein Regenbogen. Ziemlich cool, was? Jetzt ist er da und wieder weg. Oh, da ist er wieder. Das sieht ja aus wie Zauberei. Wow, fantastisch. Dann bin ich ja fertig. Hey, du hast dir ein buntes T-Shirt an. Ich dachte, du magst nur schwarz. Was? Nein, das hast du nicht gesehen. Erzähl das niemandem sonst. Meine Lippen sind versiegelt. Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja,
Danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler.
so zuckrig. Das inspiriert meine Kunst total. Was ist denn hier los? Oh, du kennst die Regeln, junge Dame. Keine Süßigkeiten. Wer braucht schon so viel Zucker? Oh, was stimmt mit dem nicht? Kannst du das erklären? Cool, nicht wahr? Ich habe ihn selbst gemalt. Klingt interessant. Was wird hier heute unterrichtet? Was um alles in der Welt? Oh, die Rektorin! Keine Süßigkeiten erlaubt. Und nun zu deiner Bestrafung. Nein, warten Sie! Wow! Wo sind wir hier? Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, es ist Zeit, dass ihr eure Utensilien nutzt. Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel. Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich. Meine Sachen. Na toll. Noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh, du gewinnst diese Runde, Annie. Oh, yay! Für mich? Danke! Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Hä? Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin. Sorry. Oh Mann, ich war so nah dran. Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple? So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt. Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren. Und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch. So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie. Gewonnen! Ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch. Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha, meiner ist frisch. Oh,
mein braver, braver Junge. So hübsch. Nun, warum malt ihr nicht ihn? Sofort. Oh, es geht los. Und ich bin ein Hundeprofi. Ist doch nur ein Kopf, Körper und vier Beine. Sieht etwas simpel aus, oder? Ach, ich versuche es nochmal. Ich denke, größer ist besser. Ach, immer noch schlecht. Nein, geht gar nicht. Oh, hey. Was? Beruhige dich. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann meine Hand als Richtlinie verwenden. Wenn ich einmal die Umrisse habe, kann ich mich um die Details kümmern. Glaubt mir, das wird fantastisch. Seht ihr? Fehlt nur noch etwas Farbe. Und dieser brave Junge hat schokoladenbraune Vibes. Die rosa Zunge darf nicht vergessen werden. Das Markenzeichen aller Hunde. Tada! Gefällt es dir? Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Und deines? Annie? Was? Keine Zeichnung. Das heißt, du hast gewonnen, Emma. Die sehen ja lecker aus. Danke. Schokohunde. Ich beginne mit diesem hier. Sieht lecker aus. So cremig. Unfair. Oh, beruhig dich, Kleines. Nimm einen. Oh, wirklich? Danke. Natürlich. Etwas Realismus ist angesagt. Ladies, Hey! Oh, tut uns leid. Wir malen eine Hand? Okay, gut. Ich habe einen Plan. Mal sehen. Diese Hand könnte funktionieren. Aber die hier ist viel besser. Ja. Ich beuge mir die mal. Ich muss sie nur umranden. Diese Runde gehört definitiv mir. Hey, schauen Sie. Ein Moment. Ernsthaft? Okay. Das Teil ist irgendwie lustig. Nun, ich habe eine Idee. Braves Mädchen. Huh, Annie? Huh? Huh, das war seltsam. Haben Sie Wachs in den Haaren? Huh? Hör auf damit, ich versuche zu arbeiten. Oh. Warte, weißt du was? Das ist echt praktisch. Bei der Kunst dreht sich alles um Inspiration. Und diese verdrehten Finger haben mein Gehirn in Schwung gebracht. Rote Nägel passen einfach immer, nicht wahr? Das sieht schon echt gut aus. Fertig. Wo ist sie hin? Oh, egal. Hey, Hände hoch. Okay. Wow, wie hat sie das denn geschafft? Meine sieht im Vergleich total langweilig aus. Oh, wow, wunderschön. Wen winkt sie herein? Mein Preis natürlich. Und wow, was für ein spektakulärer Preis das ist. Ich bin die Kunstkönigin. Neidisch? Gute Arbeit. Denkt nicht mal dran. Hallo zusammen. Denkt ihr, ihr könnt das zeichnen? Fangt an. Das wird ein Kinderspiel. Rosa ist perfekt für diese Runde. Oh yeah. Zuerst kommt der Papierbecher. Kaugummi-Pink ist meine Lieblingsfarbe. Oh, sie hat gar nicht an das Größenverhältnis gedacht. Ah, vielleicht 10 cm. Und jetzt kommt der leckerste Teil. So gut. Aber vielleicht war grün die falsche Wahl. Oh. Ja? Soll das Eiscreme sein? Wow! Das wollte ich nicht zeichnen. Du wolltest doch grün, oder? Anfängerfehler. Nun, je realistischer, desto besser. Ich beginne mit großen, cremigen Eiskugeln. Die Farbe kommt erst danach dran. Auf diese Weise schaffst du eine bessere Grundlage. Seht ihr, wovon ich spreche? Mit all den kleinen Details kann man nichts falsch machen. Seht ihr? Eiscreme. Es steht auf dem Becher. Und jetzt ist es endlich Zeit für etwas Farbe. Das ganze Eis macht mich echt hungrig.
Das passiert, wenn das Gemalte so realistisch aussieht. Fast fertig. Nur noch ein paar wenige Details. So, fertig. Ein Augenschmaus. Huh? Oh, lasst mich mal sehen. Nun, das ist ein echtes Meisterwerk. Hier. Ja. Wow. Es hat sich in ein echtes Eis verwandelt. Das ist wahrscheinlich der bisher beste Preis. Oh, oh, das ist reine Folter. Ich mag meinen Brokkoli. Schmeckt wie ein Baum. Ich bin nicht fertig mit der Hausaufgabe. Das Bild wird fantastisch. Wirklich? Zeigst du es mir? Nein, es ist noch nicht fertig. Warte. Und fertig, es ist wunderschön. Wie findest du es? Oh, das ist, was ist das? Ist das eine Kartoffel? Warte, vielleicht, wenn ich schiele. Oh, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich's. Es ist eine Ente. Was? Was? Nein. Das wusste ich. Ich schaue es mir noch genauer an. So richtig genau. Ah, es ist so offensichtlich. Das ist eine Zitrone, stimmt's? Nein, keine Zitrone. Gut, ich habe befürchtet, dass du das sagst. Hm, knifflig. Was übersehe ich? Machst du Spaß mit mir? Natürlich ist das eine Banane. Ach, vergiss es. Tut mir leid, Süße. Was ist es? Das ist Pikachu. Wirklich? Ist aber nicht gut. Oh, was habe ich für eine Note? Eine 6? Oh, das ist schlecht. Sie wäre am Boden zerstört. Aber ich kann ihr helfen. Ich lege Pikachu hier hin. Oh, ich muss den Bleistift anspitzen. Jetzt weiß ich wieder, dass ich einen Anspitzer kaufen wollte. Ah, schon besser. Ich brauche noch einen Bleistift. Mit einem Gummi verbinde ich sie. Das gleiche mache ich am anderen Ende. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Ich muss nur den Linien folgen. Und der zweite Bleistift kopiert sie aufs leere Blatt. Das ist viel einfacher, als freihändig zu zeichnen. So, sieht ziemlich gut aus. Das brauche ich nicht mehr. Aber es fehlt noch Farbe. Was sagst du dazu, Elva? Wow, das ist perfekt. Danke, Mama. Jetzt gehe ich zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Hab einen schönen Tag, Schatz. Hol dir eine 1. Oh nein, Elva, warte. Ich habe voll Hunger. Ich brauche einen Snack. Hm, die Lehrerin ist beschäftigt. Die Gelegenheit. Hier drunter habe ich immer einen Snack für Notfälle. Ah, da ist er. Muss mich beeilen. Sie wird sauer, wenn sie das sieht. Sind das Süßigkeiten? Hey! Einfach ignorieren. Sie haben nichts gesehen. Was? Wage es nicht. Sie können mich nicht aufhalten. Das ist ekelhaft, Ava. Ich schäme mich gerade selbst ein bisschen. Aber ich bereue nicht. Ich werde so tun, als wäre das nicht passiert. Mein Snackhunger ist leider nicht gestillt. Zum Glück habe ich noch Chips versteckt. Hm, die werden reichen. Aber ich muss die verstecken. Ach, der Stifthalter wird's tun. Einfach cool bleiben. Es ist ein ganz normaler Tag. Hm, die schmecken echt gut. Die habe ich gebraucht. Mund auf. Oh, das ist nett. Moment mal. Seltsam. Ich habe keine dritte Hand. Puh. Hallo, Ava. Chips sind nicht erlaubt, hast du gehört? Oh, ich hab's gehört. Aber sie hat nichts von Donuts gesagt. Oh, Rückzieher. Ich behalte dich im Auge. Mir doch egal. Ich bin zu schlau für sie. Aha, erwischt. Was? Da juckt's ganz schön. Hm, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist gerissen. Ich brauche drastischere Maßnahmen. Ich wusste, dass diese Schaufensterpuppe mal nützlich wird. Muss sie nur noch verkleiden. So ist's gut. Guck einfach weg. Ah, da habe ich, was ich wollte. Hm, das habe ich mir verdient. Das ist der leckerste Donut aller Zeiten. Rosa Zuckerguss und Streusel. Ein Kunstwerk. Diesen Donut wirst du nicht essen. Ich habe dich gewarnt. Nein! Warte, sie haben eine Glatze. Gib den her. Oh, das ist ungerecht. Den essen sie aber nicht. Lass los, sofort, Ava. Wenn du dir mal im Unterricht so viel Mühe geben würdest. Nichts mehr. Verstanden? Jetzt muss ich Noten verteilen. Na gut. Warte mal, ich habe eine geniale Idee. Zuerst zeichne ich zwei kleine Kreise, dann verbinde ich sie. Ich mache auch oben so eine Kurve.
Dann zeichne ich eine Wellenlinie ein, einmal komplett durch. Und oben kommt auch eine hin. Wenn ich mit der Skizze fertig bin, male ich es mit dem Fineliner nach. So wird's auffälliger. Ich muss nur den Bleistiftlinien folgen. So mache ich keinen Fehler. Wäre schade, wenn ich den Donut jetzt ruiniere. Dann radiere ich die Vorzeichnung weg. Jetzt kann ich ihn ausmalen, aber erstmal nur den Abschnitt innerhalb der Wellenlinien. Das ist der Zuckerguss. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt male ich den Donut aus. Ich nehme dunkles Orange und mit dem Korrekturstift mache ich Streusel drauf. Ich tupfe sie auf den Zuckerguss. Dann kommt noch Schatten dazu. Ich gehe einfach um die Ränder rum. Das mache ich auch bei den Streuseln. So sieht er realistischer aus. Ich denke, das war's. Jetzt zu Schritt 2. Es wird ausgetauscht. Du gehörst mir, Donut. Und das Bild kommt in die Box. Hä? Wer ist da? Ich hab doch was gehört. Was? Stimmt was nicht? Ich lese mein Buch. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Wer hätte gedacht, dass Bücher so nützlich sind? Perfekt fürs heimliche Essen. Raus mit euch! Ab zur nächsten Stunde! Endlich, alle sind weg. Auf den freue ich mich schon. Hey, was ist hier los? Das ist kein Donut. Ich wurde ausgetrickst. Ava! Selfie! Das sieht total süß aus. Hoffe, ich bin nicht zu spät zum Unterricht. Apropos süß. Guck mal, da ist Kevin. Oh Mann, wie sehe ich aus? Hey Kevin, hier drüben. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wow, er ist so niedlich. Wir wären ein schönes Paar. Wie würden wohl unsere Kinder heißen? Wen kümmert's? Sie wären bezaubernd. Hey, was ist hier los? Nein, so ist das nicht. Klar, dass du das sagst. Ich muss weg. Also Schätze, ich bin wieder solo. Hey Ava, guck dir das mal an. Ist total lustig. Das glaube ich nicht. Das war nicht nett. Ava, da bist du ja. Ich habe ein Eis für dich. Nein, will ich nicht. Das ist Schokoeis, deine Lieblingssorte. Nein, hau ab. Es wird schmelzen. Okay, versuchen wir es nochmal. Wegen Kevin? Oh, sie ist weg. Warte. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Zuerst habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Darauf zeichne ich ein Gesicht. Ich nehme das vor Freude weinende Emoji. Ist ein Klassiker. Hier habe ich einen gelben und pinken Kreis. Die kommen oben aufs Emoji. Den oberen mache ich zum Liebes-Emoji. Sieht niedlich aus. Dann kommen noch zwei Kreise und noch ein Emoji. Das bekommt aber ein trauriges Gesicht. Kopf hoch, Kleiner. Obendrauf kommt ein pinker Kreis. Ich drehe das um und klebe hinten das Eisstäbchen drauf. Ich will doch nur glücklich sein. Ava, das musst du dir angucken. Was denn noch? So siehst du gerade aus. Wir müssen den Schmollmund umdrehen. Sehr lustig. So fühle ich mich. Ich hab dich lieb. Du bist meine beste Freundin. Du bist voll peinlich. Ja, ich weiß. Aber auch lustig, oder? Finde ich auch. Tut mir leid, Ava. Ich wollte nicht, dass das passiert. Hey, guck mal. Nein, du bist so witzig, Kevin. Meh, der ist gar nicht mein Typ. Hast du das selbst gemacht? Will jemand am Wettbewerb teilnehmen? Jeder ist willkommen. Außer dir. Verschwinde hier. Ekelhaft. Wow, jetzt geht's los. Wessen Auto ist das? Einen Moment, Madame. Ich komme zu Ihnen. Bitte sehr, passen Sie auf, wohin Sie treten. Oh, die Fahrt hat ja ewig gedauert. Es wäre mir eine Ehre, wenn du einen Flyer nimmst. Verschwinde. Was ist das? Eine Einladung zu einem Malwettbewerb? Nein. Warum muss es Wind geben? Hier ist ja gar nichts drin. Oh, was ist das? Ein Malwettbewerb? Oh, danke. Gib den her. Schau, was du gemacht hast. Sieht so aus, als nehmen beide teil. Okay, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh, hey, kleiner Kumpel. Oh, nein!
Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach 3 glatte Kanten daraus. Ah, fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Haha. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh. Gadget. Verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist der ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Ja, blöder Roboter, du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Phew. Origami?
Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Mua. Fräulein Betty. Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Yikes. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha! Da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Dieser Film ist furchtbar. Schalte um, mach schon. Hast du das Ding hier reingesteckt? Ich habe das noch nie gesehen. Was glaubst du, was das ist? Eine echte Perle. So glänzend. Madison? Was ist hier los? Wow! Wo kommt dieses Outfit her? Hey, ich glaube, ich habe was gefangen. Ich bin's, Brian. Zumindest glaube ich, dass ich es bin. Schaut dir diese Haare an. Wow. Habt ihr schon Spaß, Leute? Also, dieser Tag hat wirklich eine Wendung genommen. So, wollen wir es drehen? Jetzt kommt eine neue Mal-Challenge. Eins, zwei, drei. Und? Wir haben die blaue Muschel. Oh, Kätzchen sind mir die Liebsten. Simsalabim. Oh, na los. Da. Wie hat sie das gemacht?
da wohl drin ist? Eine Goldmünze? Versuch du es. Du musst mich nicht zweimal bitten. Ich glaube, ich fühle da was. Das ist eine echte Katze. Oh, sie ist wirklich süß. Was glaubst du, wie sie heißt? Ich denke, wir nennen sie Marshmallow. Ja, okay. Aber wieso habe ich die bekommen? Ja, ich benutze sie, um mir eine Katze zu zeichnen. Alles, was ich brauche, ist ein perfekter Halbkreis. Dann fügt sich alles andere zusammen. Das passt wirklich alles, siehst du? Es ist schon erstaunlich, was ein paar verschiedene Formen bewirken können. Und natürlich auch Farbe. Dann noch ein paar Akzente. Und fertig. So süß. Vielen Dank dafür. Wow. Wer ist mein Baby? Marshmallow? Du hast nichts gemalt. Ich war abgelenkt. Zeigt mir eure Katzenkreationen. Das ist jetzt peinlich. Das ist meine beste Arbeit bisher. Jau. Das ist katztastisch. Vielen Dank. Hattest du keine Inspiration, Brian? Sinseladin. Marshmallow. Zeit für einen weiteren Dreh. Schaut es euch an. Orange. Das ist eine Überraschungsrunde. Ich kapiere es nicht. Nämlich, ich weiß, eine Angelrute. Nee. Warte, ich hab's. Ja, Brian? Ein Auto, stimmt's? Nein, kein Auto. Es ist ein Einhorn. Oh. Aha, ich kann eins zeichnen. Ich habe 1 Million davon. Das sind meine Favoriten, siehst du? Dieses Mädchen hat offiziell den Verstand verloren. Cool, oder? Okay, die Zeit läuft. Einhörner können ja nicht so schwer sein. Das Wichtigste dabei sind viele bunte Farben. Und Marker auf Plastik trocknen nicht wirklich. Wenn du sie dann noch dicht nebeneinander legst und ein bisschen Wasser drauf sprühst, verschmelzen sie ineinander. Leg dann ein Blatt Papier oben drauf. Und du bekommst einen coolen Batik-Effekt. Was auch immer du dann da drauf malst, wird super magisch aussehen. Du kannst es auch einfach in Schwarz zeichnen. Siehst du, wie es sich von den verschiedenen Farben abhebt? Toll, was? Ist die Zeit schon um? Meins ist fertig und perfekt. Das kannst du laut sagen. Ich liebe es. Was ist mit deinem Bild? Du hast nichts, Madison? Vielleicht nimmst du eins von denen hier. Nein? Ich brauche keins. Okay, wie du willst. Ach, ich hasse es, sie traurig zu sehen. Hier, willst du mein Bild? Man kann nie genug Einhörner haben. Oh, wie süß. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Pink bedeutet ein Adler. Das ist noch nicht alles. Was? Hat es etwas zu bedeuten? Ist es ein Geheimcode? Lass mich mal was testen. Das ist was zum Nachdenken. Ich frage mich, was ich zum Mittag esse. Oh, sie weiß genau, was sie tut. Meine Hand tut weh. Das ist es. Die Kreuze verankern den Adler einfach. Jetzt muss ich ihn nur noch ausmalen. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Sieht gut aus. Und das war's, Leute. Fertig? Oh, gerade noch rechtzeitig. Schau dir das an. Oh, ich bin beeindruckt. Ach was. Meinen habe ich Freestyle gemalt.
Außerdem glitzert er. Gefällt er dir? Er ist wie ein Meerjungfrauenvogel. Okay. Halte die Stifte bereit. Schauen wir mal. Wir haben hellblau. Was bedeutet Affe? Wow, seid ihr bereit? Hey, möchte sie einen Affen? Das ist ziemlich gut. Sei kein Affe, male einen. Was macht sie da? Hey, willst du einem Freund helfen? Ich denke, lass mich das machen. Einen Affen zu zeichnen muss nicht kompliziert sein. Ist dieser kleine Kerl nicht hinreißend? Ich kann ihn fast schon hören. Wow, du bist die Beste. Nun zu meinem. Nur noch eine Minute. Zeit ist Geld, Madison. Ich habe das ganz alleine geschafft. Beeindruckend, ha? Huh? Und hier ist meiner. Die sehen sich wirklich ähnlich. Fast als ob sie vom selben Künstler wären. Sehr merkwürdig. Das ist meiner. Oh, wirklich? Okay. Du kannst den haben. Es ist von mir, siehst du? Ich bin so stolz. Ein weiteres Bild kommt für euch. Seid ihr bereit? Gelb bedeutet Quadrat. Viel Erfolg! Ich denke, ich kann da was machen. Ich habe das im Kindergarten gemacht. Wow, jemand hat in Geometrie aufgepasst. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist schon besser. Haha, das wird gut. Zeigt sie uns. Ein Quadrat. Ist das überhaupt eine richtige Form? Das ist etwas. Quadrat. Danke, Kapitän, offensichtlich. Siehst du es jetzt? Wow, hast du diese Zauberei gesehen? Das ist genial. Meins ist nur noch nicht gefaltet. So, siehst du es jetzt besser? Eine Eins für den Versuch, Brian. Ah, dummes Quadrat. Zeigst du es mir? Es ist ganz einfach. Mach einfach das. Verbinde jetzt die Linien, die du gezogen hast. Sieht schon langsam wie eine Form aus. Wow! Ihr Künstler habt viel Potenzial. Danke fürs Mitmachen. Wow, kannst du das glauben? Das müssen wir allen erzählen. Oh, gehört das Brian? Oh, ich kann nicht aufhören, es anzuschauen. Ah, was ist jetzt dran? Meine Utensilien liegen schon bereit. Aha, wie schön für dich. Yeah! Huh? Wer ist das? Oh, wow! Cool, los geht's! Ich fühle mich inspiriert. Emojis stehen für Spaß mit Formen. Ich male einen Kreis. Aha, ich könnte etwas extra Hilfe gebrauchen. Geht doch nichts über frische Farbe. Hey, pass doch auf! Das ist dir egal, hab ich recht? Wow, sie ist echt unglaublich! Tja. Huh. Das ist interessant. Einen Augenblick. Ich fange nochmal von vorne an. Rein mit dir, gelbe Farbe. Perfekt. Jetzt kann der Spaß beginnen. Und auffüllen. Das sieht lustig aus. Weißt du schon, was das wird? Ein Emoji, schon vergessen? Das ist mal was anderes. Hey, Wendy. Oh, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich glaube, mein Bild ist besser. Ist das cool oder ist das cool?
Das hätte mir auch einfallen können. Und überall waren nur noch Blumen. Verrückt, oder? Yep. Was geht, Mädels? Huh? Oh, hey du. Wir haben gerade erst über Blumen gesprochen. Bin ich nicht hinreißend? Oh, hör auf. Okay, wir malen dich. Aber mit was? Ich habe keine Pinsel. Von Wendy kann ich bestimmt keinen nehmen. Oder doch? Der hier sieht echt gut aus. Gut, jetzt eine dickere Linie. Hey, das ist mein Pinsel, Jennifer. Der gehört dir nicht. Nein, sieh nur, was du angerichtet hast. Dann male ich eben ohne Pinsel weiter. Und zwar mit der Flasche. Drücke das untere der Flasche in die Farbe. So entstehen Blüten auf dem Bild. Voll einfach, findest du nicht? Nur noch ein paar mehr. Eine feine, runde Sache. Probiere nun andere Farben aus. So langsam sieht es echt schön aus. Und? Nicht schlecht, oder? Das Bild ist nicht mehr zu retten. Mein Bild ist echt gut geworden. Unfair! Immerhin hast du dein Bestes gegeben. Für mich? Das ist echt lieb von dir, Jennifer. Farbhände. Du kannst mich später umarmen. Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein. Oh, eine Nachricht. Oh nein, ich habe Ginas Geburtstag vergessen. Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang. Fehlt nur noch ein Geschenk. Wow, ouch. Hey, die Schleife kommt gut. Das wird wehtun. Okay, dann wollen wir mal. Das wird super. Hey, sieht voll schön aus. Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Hm. Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen. Nope. Blumen, das ist eine gute Idee. Die sind echt schön. Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen. Oh, lieber nicht. Das ist eine gute Idee. Wem mache ich etwas vor, als ob? Na los, denk nach. Oh, ich hab's. Ich kann ihr ein Tagebuch machen. Du brauchst ein normales Notizbuch. Öffne die Rückseite des Buchs und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang. Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben. Dann brauchst du eine pinke Schleife. Befestige die Schleife am Kleber. Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite. Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife. Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Schließe nun das Notizbuch. Falte die pinken Bänder über das Notizbuch. Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein. Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin. Sieht aus wie ein Schachbrett. Öffne wieder das Notizbuch. Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang. Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber. Drücke die Bänder fest auf den Kleber. Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite. Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben. Lege nun ein Blatt Karton darüber. Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt. Perfekt, ein DIY-Tagebuch. Hoffentlich freut sich Gina. Ich bin bereit für Ginas Geburtstag. Ich habe etwas für dich. Wow. Papierschnipsel, danke. Dein Ernst? Sieh genauer hin. Ach so. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß.